Angenommen. Wir gelangen nicht zum 12. Punkt der Tagesordnung, sondern ich unterbreche jetzt die Verhandlungen, damit die verlangte Behandlung einer dringlichen Anfrage. Nach dem Abstimmungsmarathon zum Sonderpensionenbegrenzungsgesetz kommt es jetzt zu einer dringlichen Anfrage des Team Stronach. Vermögen sichere Österreichs Wirtschaftsstandort. Daher gibt es vom Team Stronach ein klares Nein zu Vermögensteuern. Das ist der Inhalt der dringlichen Anfrage der Partei an den Finanzminister Michael Spindlecker, ÖVP. In der 25 Fragen langen Anfrage will das Team Stronach vom Finanzminister unter anderem wissen, ob er garantieren könne, dass unter seiner ministeriellen Verantwortung keine Regierungsvorlage zur Einführung einer Erbschafts- und Schenkungssteuer bzw. einer Vermögensteuer an den Nationalrat ergehen werde. Katrin Nachbauer, Klubobfrau des Team Stronach, mit der Begründung. Sehr geehrte Kollegen im Hohen Haus und sehr geehrte Steuerzahler, sehr geehrte Sparer. Wenn man manchen Politikern aus diesem Hohen Haus zuhört, dann weiß man, endlich gibt es eine Lösung für alle Probleme in unserem Land. Die Millionärssteuer. Die anderen sollen zahlen. Ganz klar, viele sind begeistert, wenn die habgierigen Millionäre endlich zur Kasse gebeten werden. Und reich ist sicherheitshalber einmal jeder, der mehr hat als man selber. Wer ist eigentlich Millionär? Jeder, der ein Gesamtvermögen von 1 Million Euro hat, so lautet die technische Antwort. Also schauen wir mal. Hier ist es nämlich schon vorbei mit der Sozialromantik. Da ist nämlich jeder betroffen, der entweder eine Wohnung oder ein Haus hat, ein Auto, womöglich eine Lebensversicherung, vielleicht eine Pension, womöglich ein paar Aktien und vielleicht ein bisschen an Schmuck. Jedenfalls klarerweise Millionär. Und sehr geehrte Damen und Herren, Österreich ist voller Millionäre, jedenfalls zumindest jetzt noch, bevor die Regierung womöglich eine sogenannte Millionärssteuer beschließt, denn es wird ja von vielen Ecken und Enden am Geldbeutel der Österreicher gezerrt. In Österreich von der linken Reichshälfte insbesondere und auf europäischer Ebene natürlich genauso. Die EZB agiert in historischen Dimensionen. Der historisch niedrige Zinssatz wurde noch einmal abgesenkt auf 0,15% und Bankguthaben bei der EZB werden mit einer Negativsteuer belegt, erstmals in der Geschichte. Alles, um angeblich die Wirtschaft anzukurbeln. Das nützt aber alles nichts, wenn das Vertrauen in das Land und das Vertrauen in die Märkte nicht da ist, denn der Markt lebt in erster Linie vom Vertrauen. Nachdem also schon die vielen Geldspritzen der EZB in Billionenhöhe nicht zum Wirtschaftswachstum beigetragen haben, sondern in Wirklichkeit den Ankauf von Staatsanleihen flott angekurbelt haben, das heißt ganz einfach ausgedrückt Druck von Geld und Kauf von Ramschpapieren. Das ist wieder einer der vielen Tabubrüche, die nicht hätten passieren dürfen. So läuft es aber. Schulden, also Geld drucken. Die sogenannten Asset-Backed Securities sind die nächste große Bedrohung. Das ist der Verbriefungsmarkt. Da handelt es sich um verzinste Wertpapiere für offene Kreditforderungen, die schön verschachtelt werden und dann in der Schachtel verkauft werden. Das klingt alles sehr kompliziert. Lassen Sie mich das ganz einfach zusammenfassen. Das sind genau diese intransparenten, hochgiftigen Papiere, die diesen großen Crash in den USA ausgelöst haben. Und noch immer werden diese giftigen Papiere hin und her geschoben, von nun an besonders in Europa. Jetzt müssen die Steuerzahler und die Sparer tatsächlich sehr stark aufpassen. Die Sparer, wer ist das eigentlich? Das sind also all jene Leute, die zum Beispiel für die Pension vorsorgen, weil sie womöglich berechtigt Angst davor haben, dass sie keine ordentliche Pension mehr bekommen. Leute, die Investitionen planen. Oder vielleicht einfach Menschen, die sich den berühmten Notgroschen auf die Seite legen. Diese werden einfach in die Verliererposition gedrängt. Nicht nur, dass das Bankgeheimnis de facto bereits abgeschafft ist, durch diesen internationalen Daten- und Informationsaustausch jede Vertraulichkeit verloren gegangen ist, haben die österreichischen Sparer über die stille Inflation seit 2008 16 Milliarden Euro verloren. 16 Milliarden Euro verloren seit 2008.
Dass darauf, auf diesen Nichtertrag, auch noch eine Ertragssteuer erhoben wird, ist ja eigentlich ein besonderer Hohn. In Österreich besteuert man also nicht nur den Gewinn, sondern auch den Verlust. Ganz ein neues Konzept, um im Endeffekt Budgetlöcher zu stopfen. Vor 20 Jahren hätte es da noch einen Aufschrei gegeben, aber wir sind heute irgendwie abgestumpft, weil es gibt diese Informationsflut und die Inflation wird dargestellt als etwas Gesundes, was jede Wirtschaft braucht, um gesund zu sein. Für den hochverschuldeten Staat mag das schon stimmen, denn es ist ganz angenehm, wenn wie durch Magie die Schulden weginflationiert werden und schrumpfen. Aber wie immer muss letztendlich irgendjemand die Rechnung bezahlen und das sind die jungen Leute, das sind die Sparer, das sind die Steuerzahler. Die Unverschämtheit gegenüber den Sparern wird an die Spitze getrieben, wenn Politiker dann noch behaupten, die Inflation sei doch eh so niedrig. Sehr geehrte Sparer, wir haben negative Realzinsen. Schauen Sie mal auf Ihr Sparbuch und Sie werden sehen, wie die Beträge da ausschauen in regelmäßigen Abständen. Sie werden Ihr Erspartes dahinschmelzen sehen. Das heißt, die Sparer leiden schon längst an einer Vermögenssteuer. Und auch ohne Mathematik oder gar Bankwesen studiert zu haben, ist es relativ einfach. Man kann sich schnell ausrechnen, dass einem durch die Inflation von knapp unter 2% offiziell, inoffiziell wahrscheinlich eher 4 oder 5%, mickrige Zinsen wohl dazugerechnet, minus Käst, am Schluss ein Verlustgeschäft bleibt von wahrscheinlich minus 1 oder minus 2% des Ersparten und das über viele Jahre. So komme ich auf 16 Milliarden Verlust seit 2008. Das darf nicht sein. Das besonders Ungerechte für die Sparer ist, dass es nicht die Superreichen trifft, die im Allgemeinen eher weniger dazu tendieren, ihr Vermögen auf Sparbüchern zu horten. Meine Großeltern hatten Sparbücher, meine Oma und mein Opa haben nicht in irgendwelche komplizierten Finanzinstrumente investiert und haben sich auch nicht am Immobilienmarkt als kleine Immobilienhaie betätigt. Nein, die haben ihr bisschen Geld auf ein Sparbuch gelegt. Und ich glaube, so geht es den meisten Österreichern, so machen das die meisten Leute. Und ihr Erspartes wird dahin schmelzen. Und genauso unverschämt wie die Behauptung mancher Politiker, dass die Inflation hier so schön niedrig ist, während die Sparer ihr Geld verlieren, ist auch die Behauptung, Österreich sei so günstig refinanziert, weil durch die tolle Politik unsere Bonität so gut sei. In Wahrheit wissen wir, die EZB druckt Geld, deshalb sind die Zinsen so niedrig und nicht wegen der großartigen Politik. Aber die Versuchung für die Regierenden dieser Welt, einfach Geld zu drucken, die ist natürlich sehr groß, weil man so vermeintlich die Schuldenprobleme lösen kann. Und ich sehe da diesen Boom-and-Bust-Cycle bei den Regierungen, der dauert in der Regel 4 bis 5 Jahre, also mehr oder weniger von Wahl zu Wahl. Je größer die von den Regierungen gemachten Versprechungen sind, und auch in Österreich gibt es ja gute Versprechungen, umso größer wird auch der Druck, zu mehr Geld zu kommen und umso mehr Geld wird dann gedruckt. Und je billiger das Geld zu haben ist, also je mehr gedruckt wird, umso mehr Geld ist da, umso mehr sinkt der Druck, mit diesem inflationierten Geld auch sorgsam umzugehen, weil man eben mehr drucken kann. Begünstigt werden also jene, die schlecht wirtschaften, und bestraft werden die Sparsamen und Tüchtigen. Dabei ist das wahre Problem in Österreich, die Bürger verlieren ständig an Kaufkraft. Und das wissen Sie am allerbesten, sehr geehrte Steuerzahler. Neben den Sparern werden auch die arbeitenden Menschen ausgepresst, wie Zitronen von Reallohnsteigerungen bleibt nichts übrig. Die kalte Inflation tut das Übrige. Und jetzt sollen noch die sogenannten Millionäre drankommen. Das wird ein versteckter Angriff auf den Mittelstand und den gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Ganz Europa, auch in Österreich, mangelt es an Wirtschaftswachstum. Das brauchen wir dringend, um Arbeitsplätze zu schaffen und den Wohlstand absichern zu können. Solange wir aber ein Steuersystem haben, das die Leistung bestraft und Misstrauen nährt, wird sich daran nichts ändern. Die Abgabenquote und Besteuerung der Arbeit sind in Österreich auf Weltspitze. Wenn man jetzt den Eingangssteuersatz etwas senkt, aber nicht dauerhaft die kalte Progression, das heißt also die schleichende Enteignung der arbeitenden Menschen ausschaltet, dann kommt das nur zu einer ganz kurzfristigen Kaufkraftsteigerung in einer homöopathischen Dosis. Das ist einfach eine politische Wählerstimmenmobilisierungsaktion,
weil das politische System gehörig wackelt. Den Unternehmen fehlt das Vertrauen, in unserem Land zu investieren, und den Leuten fehlt das Vertrauen, um mehr zu kaufen und um den Konsum zu steigern. Und anstatt dass wir alles dafür tun, dieses Vertrauen langsam wiederherzustellen, hat es den Anschein, dass die Politik alles tut, um das Vertrauen weiter zu schwächen. Insbesondere die Steuervorschläge der SPÖ leisten hier meiner Meinung nach einen ganz gewichtigen Beitrag, denn die SPÖ-Vorschläge zielen darauf ab, das bereits ziemlich undurchsichtige Steuersystem durch völlig undurchsichtige Steuerregeln noch weiter zu ergänzen. Denn jeder potenzielle Millionär soll sich dann in Zukunft nach Vorstellungen der SPÖ selbst deklarieren, was er wert ist. Also der alte Perserteppich, ist der jetzt 100 Euro wert, 1.000 Euro, 10.000 Euro? Und wie ist das mit den Bildern? Ist der Künstler schon tot oder lebt er noch? Also der teure Gutachterstreit ist jedenfalls vorprogrammiert. Die Bürger werden kriminalisiert, und die Einzigen, die mit diesem Steuervorschlag der SPÖ eine Freude haben können, sind die Gutachter. Das alles erinnert auch an die Vermögenssteuer, die es in Österreich ja schon mal gab und die lobenswerterweise unter einem sehr klugen SPÖ-Mann 1993 abgeschafft wurde, weil er richtigerweise erkannt hat, die Vermögenssteuer hat keinen Sinn und spült zu wenig Geld in die Kassen. Allein die Administration hat bald so viel gekostet. Kein Unternehmer rechnet nur die Einnahmen. Man muss selbstverständlich auch die damit verbundenen Kosten und Ausgaben berücksichtigen und die Kosten mitkalkulieren. Aber viele Politiker kommen aus dem geschützten Bereich, und da spielt es bei der Kostenkalkulation nicht so eine große Rolle, ob es sich dann ausgeht. Unterm Strich, wenn es sich nicht ausgeht, werden einfach die Steuern erhöht. Also wie viel Geld kann man sich jetzt also durch diese Millionärsteuer erwarten? Das wiederum kommt ganz darauf an, wen Sie fragen. Fragen Sie die SPÖ, dann heißt es 1,5 Milliarden. Fragen Sie die ÖVP, dann heißt es 110 Millionen, weil das Vermögen von Betrieben ja nicht besteuert werden soll. Also hier gibt es nicht nur ein ideologisches Problem, sondern ein rechnerisches Problem. Die Summen von Rot und Schwarz klaffen um 1,4 Milliarden auseinander. Wie seriös finden Sie das, liebe Steuerzahler? Meiner Meinung nach ein ziemlich befremdlicher Umgang mit der Finanzplanung unseres Landes. Bernhard Felderer hat ganz klar gesagt, die Vermögenssteuer, wenn sie nicht total die Wirtschaft zusammenhauen soll, kann niemals die Senkung der Lohnsteuer gegenfinanzieren. Aber das noch viel stärkere Argument ist die Geschichte. Die meisten Länder haben keine Vermögenssteuer, und einige Länder, die eine hatten, die haben sie wieder abgeschafft, weil sie gemerkt haben, dass das einfach zutiefst standortschädlich war. Irland abgeschafft, Österreich abgeschafft, Italien abgeschafft, Dänemark abgeschafft, Niederlande abgeschafft, Finnland abgeschafft, Island abgeschafft, Schweden abgeschafft, Spanien abgeschafft. Frau Staatssekretärin, es wäre vielleicht interessant, sich auch damit zu beschäftigen und nicht nur Frankreich zu nennen. Frankreich ist ein schönes Land mit charismatischen Menschen, aber als wirtschaftliches Vorbild würde ich Frankreich sicher nicht wählen. Frankreich ist der neue kranke Mann Europas. Was soll das in wirtschaftlicher Hinsicht für ein Vorbild für uns sein? Aber selbst dort, selbst in Frankreich, ist man schon gescheiter geworden. Hollande hat erkannt, dass er mit seiner Millionärssteuer kläglich gescheitert ist und nur das Kapital damit aus dem Land vertrieben hat. Die Erfahrungen aus der Geschichte zeigen, dass der Sozialismus und die zu starke Umverteilung nicht funktionieren. Wo es keine materiellen Anreize gibt, Leistung zu erbringen, wird keine erbracht. Ganz einfach. Der Ostblock hat das auch ziemlich anschaulich beschrieben. Und wenn die SPÖ ihr Modell als das Schweizer Modell bezeichnet, ist das reine Chuzpe. Die Schweiz hat derart niedrige Abgaben und derart niedrige Steuern. Die Abgabenquote liegt bei nur 35%, bei uns 45% oder höher. In anderen Worten, in Österreich arbeiten die Leute von 1. Jänner bis 31. Juli nur für den Staat. Sehr geehrte Steuerzahler, Sie arbeiten das halbe Jahr nur für den Staat und erst dann in die eigene Tasche.
So wird Österreich im Wettbewerb der Volkswirtschaft nicht mehr lange mithalten können, was jetzt für das endgültige Aus unseres Wirtschaftsstandortes noch fehlt, sind Vermögensteuern. Damit wird bereits einmal korrekt versteuertes Geld noch einmal besteuert. Ein zweites Mal, das ist ein sicheres Rezept, Investoren aus Österreich zu vertreiben. Dass wir keine Vermögensteuer haben, das ist unser letzter Standortvorteil, was die Abgaben anlangt. Wenn jetzt auch der verschwindet, gibt es kein Motiv mehr, in Österreich Geld zu haben. Abgesehen davon, dass es sowieso nicht die Superreichen treffen wird, man wird weder Google noch Amazon noch jene Herrschaften, die ihr Geld in steuerschonenden Stiftungen geparkt haben, erwischen. Auch wenn jetzt mancher in den Zeitschriften sagt, er würde gerne mehr zahlen. Ja, denkt man an die Stiftungen. Und was diesen Brief vom Herrn Finanzminister anlangt, so weiß ich, dass viele dieser wohlhabenden Personen ohnehin viel spenden. Und ich kenne die Philanthropie natürlich auch aus Nordamerika. Dort ist es ja gang und gäbe. Und meine Damen und Herren, das liegt daran, dass die Steuerlast so viel niedriger ist einerseits und andererseits, es gibt dort eine viel schönere Kultur des Gebens und Sponsors, natürlich auch, weil Spenden zur Gänze steuerlich absetzbar sind. Das sollte auch in Österreich so sein, nicht nur bis zu 10% des Betriebsergebnisses, sondern zur Gänze. Spenden sollen steuerlich absetzbar sein. Und Sie werden sehen, wenn Sie die Steuerlast senken, wie großzügig die Besserverdiener dann auch sein werden. Aber solange wir dem Diktat dieser Neidgesellschaft unterliegen, wird das Kapital fliehen. Derzeit ist es in unserem Land steuerlich für Firmen einfach nicht interessant genug zu spenden. Privatpersonen spenden in Österreich sehr viel, das finde ich wirklich schön, aber Firmen im internationalen Vergleich eher weniger, mit einigen Ausnahmen, darunter auch Frank Stronach. Also hier könnten Sie aktiv werden, Herr Finanzminister. Also nochmal zur Zielgruppe. Die Superreichen werden nicht erwischt, sondern der Mittelstand und in Konsequenz letztlich die sogenannten kleinen Leute. All jene, die jetzt am allerlautesten nach der Millionärssteuer rufen, das wird jene wirklich am allerhärtesten treffen. Sobald die Grundsteuer erhöht wird, werden nämlich die Mieten in die Höhe schnellen, weil die höheren Kosten natürlich sofort an die Mieter weitergereicht werden. Und augenblicklich haben wir eine Massensteuer, die unter dem Titel der sozialen Gerechtigkeit mit dem Etikett der Millionärssteuer behaftet ist. Jene, die jetzt am lautesten nach der Millionärssteuer rufen, die werden mit den höheren Mietpreisen erstaunt aufwachen. Und wenn die Mieter sich die neue Wohnung oder die neuen Mietkosten dann nicht mehr leisten können und der Vermieter findet dann keine Mieter her, wissen Sie, was dann passiert? Dann wird er das verkaufen. Und wer kann sich das dann noch leisten in Österreich? Ich weiß nicht. Ich schätze mal, dass hier dann reiche Ausländer kommen und alles aufkaufen. Ob das jetzt der Oligarchen sind oder Hedgefonds oder sonst jemand in Österreich, wird man sich das kaum noch leisten können, zumal die österreichische Nationalbank jetzt schon von einer Überbewertung der Immobilienpreise spricht, vor allem in Wien. Also frage ich Sie, sehr geehrte Regierungsvertreter, wollen Sie mit einer höheren Besteuerung des Vermögens und des Grundes hier eine Immobilienkrise auslösen? Das darf nicht sein. Die Menschen müssen sich das leisten können, zu leben, zu wohnen, und sie müssen von ihrem Gehalt, von ihrem Lohn auch tatsächlich leben können. Und die Registrierkassen. Jeder kleinere Unternehmer wird kriminalisiert. Es wird pauschal unterstellt, dass die Steuern und Abgaben nicht korrekt geleistet werden. Daher soll es also eine Registrierkassenpflicht geben. Liebe Vertreter der SPÖ, die kleinen Unternehmer und die Wirte sind nicht ihre Feinde. Das sind nicht die großen, reichen Millionäre, denen man jetzt ihr Vermögen wegsteuern muss, sondern das sind hart arbeitende Leute, die oft Tag und Nacht im Familienbetrieb im Einsatz sind. Und dass nun auch noch die Selbstanzeigen mit bis zu 30% auf die Abgabenschuld sanktioniert werden sollen,
Das kriminalisiert endgültig jeden Unternehmer, der sich einmal verrechnet hat. Und jetzt wissen wir auch, warum. Jetzt wissen wir auch, warum hier 550 neue Steuerprüfer eingestellt werden, die dann auf die Unternehmer losgelassen werden sollen. Das ist der falsche Ansatz, sehr geehrte Kollegen. Wenn diese Vermögensteuer kommt, dann hat diese Regierung ihr allerletztes Pulver verschossen. Dann gibt es nur noch die offizielle Enteignung. Bestraft werden all jene, die sich trotz der hohen Steuersätze etwas ersparen konnten. Anstatt wieder über neue Steuern nachzudenken, nachdem Sie erst im März entgegen der Wahlversprechen, aber das ist ein anderes Thema, wieder die Steuern erhöht haben, sollten Sie nun endlich mutig die wichtigsten Themen und dringlichsten Reformen in diesem Land angehen. Angefangen, es gibt völlig ungeklärte, massive Risiken bei der Hypoalpe Adria Bank, auch bei der ÖFAG, und es muss die alleroberste Priorität sein, dies zu klären. Erklären Sie auch, warum Dokumente auftauchen, die jetzt darlegen, dass die Hypoalpe Adria Bank überhaupt nicht hätte notverstaatlicht werden müssen. Das ist ein Skandal. Lassen Sie endlich den Untersuchungsausschuss arbeiten. Und sagen Sie uns, wer waren im Zeitpunkt der Notverstaatlichung die größten Gläubiger? Wer wurde da geschützt? Sie sollten sich auch das Förderwesen ansehen, diesen Riesendschungel. Da gibt es ein Rieseneinsparungspotenzial. Die strukturellen Dreigleisigkeiten, wir werden verwaltet auf EU-, Bund-, Länderebene, und das Pensionssystem, es geht sich hinten und vorne nicht aus. Diese Steuerdiskussion ist ein Ablenkungsmanöver, das ist mein Punkt. Bei den Banken brennt der Hut, das Pensionssystem ist nicht mehr finanzierbar und manche Regierungspolitiker wollen hier ablenken mit einer wirklich schlechten Idee, die äußerst clever als Einkommensteuersenkung für die kleinen Leute beworben wird und in Wirklichkeit... Frau Abgeordnete, bitte. Sie haben Ihre Zeit bereits weit überschritten. Daher muss ich Ihnen auch das Wort entziehen. Und ich habe Ihnen Chance gegeben, ein Schlusswort zu sprechen. Es geht nicht mehr. Dankeschön. Sparer würden in die Verliererposition gedrängt, kritisiert Katrin Nachbauer, Klubobfrau Tim Stronach. Es treffe nicht die Superreichen, sondern die Menschen, die sparen. Begünstigt würden die, die schlecht wirtschaften. Vizekanzler und Finanzminister Michael Spindlecker, ÖVP, hat das Wort. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, auch auf der Regierungsbank. Für mich ist eines ganz klar, Frau Abgeordnete und Klubobfrau. Die Steuer- und Abgabenlast in Österreich ist zu hoch. Da brauche ich auch keine Umfrage und da brauche ich keine Abstimmung. Sie ist zu hoch. Und die Schlussfolgerung ist auch klar. Die Last muss weniger werden. Stellt natürlich eine Tatsache dar, dass Österreich, wenn man das vergleicht mit den europäischen Nachbarn, ein Hochsteuerland ist. Und wenn wir das detaillierter mit den Nachbarn vergleichen, wissen wir, ja, wir sind da eines der Länder, das die höchste Steuer- und Abgabenquote hat. Daher geht es nicht um das Ob einer Steuerentlastung, sondern um die Frage des Wie. Und dazu einige einleitende Bemerkungen zu Ihren Fragen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass rund 30% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit den höchsten Einkommen 80% des gesamten Lohnsteueraufkommens erbringen, dann sehen wir auf der anderen Seite, dass mehr als ein Drittel der Einkommensbezieherinnen und Einkommensbezieher gar keine Einkommenssteuern bezahlt. Und unter diesen Gesichtspunkten müssen wir natürlich auch eines ins Zentrum stellen. Es braucht Solidarität in beiden Richtungen. Es muss Solidarität mit denen geben, die eben kein großes Einkommen haben, aber es muss auch Solidarität mit denen geben, die sehr viel an Einkommensteuer bezahlen, meine Damen und Herren. Das ist notwendig. Zwar ist das immer in beider Richtung zu sehen. Und ich sage noch eines gleich dazu. Wenn wir von Leistungsträgern reden, dann müssen wir auch die als Leistungsträger bezeichnen, die jetzt nicht nur am Einkommen Besonderes leisten, auch die Familien sind besondere Leistungsträger. Doch sie gehören entlastet, bin ich fest davon überzeugt. Aus diesen Gründen ist es ja auch das Ziel der Bundesregierung, dass wir gerechte und faire Rahmenbedingungen schaffen, damit unser Steuersystem auch nach einer umfassenden Reform diesen Grundsätzen genügen kann. Aber für mich ist auch klar, dass Steuersenkungen, die mit Schulden finanziert werden,
in Wahrheit Steuererhöhungen von morgen sind. Daher müssen wir uns diese budgetären Spielräume, die derzeit nicht da sind, erst erarbeiten. Schulden machen allein ist unsozial und bedeutet letztlich immer eine Umverteilung. Das kann nicht zukunftsträchtig sein. Ich bin daher festen Überzeugung, dass wir den Schuldenberg, wie ich das schon gesagt habe, nicht zu einem unüberwindbaren Hindernis in der Zukunft machen dürfen, sondern wir müssen ganz im Gegenteil Schulden Stück für Stück abbauen. Natürlich erst dann, wenn es möglich ist, aber wenn wir jetzt schon 7 Milliarden Euro pro Jahr an Zinsen bezahlen, ist das eine unglaubliche Belastung für die nächsten Generationen. Daher ein klares Wort, Steuerentlastung auf Pump kommt für mich nicht in Frage. Mir geht es um echte Reformen. Mir geht es darum, einen modernen, einen schlanken Staat und eine echte Entlastung für den Steuerzahler und die Steuerzahlerin und keine neuen Schulden und auch keine neuen Steuern vorzusehen. Daher, meine Damen und Herren, was wir brauchen, das sind echte Strukturreformen. Was wir wollen, das ist auch mein Programm, ist, dass wir in der Verwaltung Aufgaben hinterfragen. Alles, was wir haben an Doppelgleisigkeiten, muss noch einmal, da haben wir viele Vorschläge auf dem Tisch liegen, versucht werden umzusetzen. Was wir brauchen ist, dass wir bei den Frühpensionen ambitionierter werden. Ambitionierter in der Richtung einer Steigerung des faktischen Pensionsantrittsalters. Haben wir einiges gesetzt, aber da müssen wir noch mehr dazu tun. Drittens, wir müssen auch Effizienzpotenziale heben bei den großen Kostentreibern. Wenn wir Infrastruktur in Österreich haben wollen, ja, aber bitte nicht mit derartigen Beträgen, die wir jedes Jahr dafür aufwenden. Und auch die Mehrfachförderungen, das bleibt ein besonderes Thema. Wir haben eine Transparenzdatenbank, die jetzt langsam beginnt zu arbeiten in der Richtung, dass wir Doppelgleisigkeiten auch feststellen können. Daher ist das ein Handlungsauftrag, diese auch zu beseitigen. Klar ist daher für mich, je eher diese Reformen angegangen werden, desto früher haben wir einen Spielraum für eine Steuerentlastung. Und nur solche Reformen sind der Schlüssel für eine echte und nachhaltige Steuerentlastung. Was wir daher zu tun haben, das ist, dass wir in diesem Jahr beginnen, einen Vorschlag zu erarbeiten für eine neue Steuersystematik. Ich möchte noch in diesem Jahr einen solchen Vorschlag auf dem Tisch liegen haben. Wir haben dazu eine Expertengruppe des Bundesministeriums für Finanzen installiert, die sich morgen konstituieren wird, wo wir eine einfachere Systematik ausarbeiten wollen, wo wir auch den gordischen Knoten der hunderttausenden Ausnahmen im Steuersystem durchschlagen wollen, denn auch das verursacht viele Kosten und nimmt uns einen Spielraum. Ich sage daher noch einmal aus meiner Sicht, was ich anstrebe, das ist eine Steuerreform, die eine echte Entlastung bringt. Ich will Familien besser stellen. Ich will für Unternehmen und Landwirte auch eine Entlastung herbeiführen, damit Beschäftigung fördern. Ich möchte eine Tarifentlastung für den Mittelstand und besonders Arbeit muss sich mehr lohnen. Wer heute betrachtet, wo der Zwischenraum steht zwischen denen, die arbeiten und nicht arbeiten, da gehört etwas gemacht. Und ich möchte natürlich auch ein einfaches, ein neues Steuersystem mit Strukturreformen, auch eine Neukodifikation des Einkommenssteuergesetzes. Ja, und ich sage dazu, was ich nicht möchte, ist, das sind neue Steuerbelastungen und eine neue Umverteilung. Das ist nicht mein Ziel. Wenn wir uns daher diese Fragen noch einmal im Eingangsstatement auch der Frau Klubobfrau vergegenwärtigen, sage ich, ein klares Bekenntnis zur Entlastung des Mittelstands, aber nicht durch neue Steuern, sondern durch eine echte Steuerentlastung. Bevor ich jetzt, meine Damen und Herren, zu den einzelnen Fragen komme, erlauben Sie mir da auch noch einmal eine Vorbemerkung. Alle Fragen habe ich genau studiert, Frau Kollegin, aber eigentlich ist im parlamentarischen Ablauf schon klar, Fragen können Sie zur Vollziehung stellen. Die Fragen, die Sie stellen, sind die Fragen an einen Parteiobmann und nicht an einen Finanzminister. Ich werde daher, wie ich es kann, als Finanzminister darauf eingehen, aber ich bitte schon um Verständnis. Eine politische Diskussion kann ja auch im Hohen Haus stattfinden, aber dafür müssten Sie eine Aktuelle Stunde wählen und nicht eine dringliche Anfrage. Ich komme zu den Fragen Nummer 1 bis 4. Wie ich bereits eingangs gesagt habe, geht es mir um eine echte Reform und um eine ehrliche Entlastung für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das bedeutet,
dass statt neuer Steuern oder neuer Schulden echte Strukturreformen gefordert sind. Ich bin daher der Ansicht, dass wir uns nur so einen Spielraum für eine Steuerreform erarbeiten können. Zu den Fragen 5 und 6. Die wichtigsten Eckpunkte für die Steuerreform finden Sie im Regierungsprogramm. Im Sinne einer echten Entlastung für den Mittelstand soll der Eingangssteuersatz unter gleichzeitiger Abflachung der Progression in Richtung 25% gesenkt werden. Familien sollen im Rahmen der Steuerreform nachhaltig entlastet werden. Das Einkommensteuergesetz und die Lohnverrechnung sollen vereinfacht werden. Ziel ist die Neukodifikation des Einkommensteuergesetzes und eine Harmonisierung der Bemessungsgrundlagen mit dem Sozialversicherungssystem. Das sind die Punkte aus dem Regierungsprogramm und das ist die Basis für die weiteren Arbeiten. Zur Frage 7. Auch hier darf ich Sie auf das Regierungsprogramm verweisen. Besonders wichtig erscheint die Entlastung des Mittelstands durch die Senkung des Eingangssteuersatzes in der Einkommens- und Lohnsteuer in Richtung 25%. Zur Frage Nummer 8. Der Auftrag an die Steuerreformkommission ergibt sich aus diesem Regierungsprogramm, wie ich es schon zitiert habe. Zunächst werden die Expertinnen und Experten Ergebnisse ausarbeiten. Diese werden dann in einem Schritt auch politisch diskutiert, gewürdigt und letztlich zu einem Entwurf gemacht. Zur Frage Nummer 9. Sie fragen, was ich mit dem Bundeskanzler besprochen habe. Das, was im Regierungsprogramm steht, ist die Antwort. Das ist auch nachvollziehbar, dass wir genau das als Grundlage für Verhandlungen dieser Steuerreformkommission besprochen haben. Zu den Fragen 10 und 11, die Fragen nach einem geplanten Steuerreformmodell bzw. dessen geplanten Umfang, möchte ich unter einem wie folgt beantworten. Die Eckpunkte sind durch das Arbeitsprogramm, wie schon vorgetragen, vorgegeben. Eingangssteuersatz in Richtung 25%, zweitens Familienentlastung, drittens Einkommensteuergesetz und Lohnverrechnung sollen vereinfacht werden, sowie die Steuergesetzgebung generell klarer und nachvollziehbarer gestaltet werden. Und Sie finden auch im Regierungsprogramm den Punkt, dass die Belastung der österreichischen Unternehmen mit Lohnnebenkosten erkennbar reduziert werden soll. Dadurch wird eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und ein Wachstum der österreichischen Volkswirtschaft nachhaltig unterstützt und die Beschäftigung gefördert. Zur Frage Nummer 12. Bei der Umsetzung einer Steuerreform werde ich das Ziel eines soliden Staatshaushalts nicht aus den Augen verlieren. Daher wird es mit mir auch keine Steuerreform auf Pump geben. Der Weg dazu kann nur über Strukturreformen führen, damit wir den Staat verschlanken und unseren Staatshaushalt nachhaltig auf stabile Beine stellen. An dieser Aufgabe arbeiten die Expertinnen und Experten bereits mit Hochdruck. Zur Frage 13. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesministerium für Finanzen beschäftigen sich natürlich laufend mit Möglichkeiten zur Verbesserung der steuerlichen Bestimmungen. Sie haben verschiedenste Aspekte beleuchtet und auch hinterfragt, Berechnungen angestellt, aber die Ausarbeitung von Vorschlägen, die dann konkret auch durchgerechnet werden, ist zunächst in der Richtung der Steuerreformkommission dort einem Konzept vorbehalten. Das kann man nicht auf Verdacht machen, sondern mit einem konkreten Auftrag. Daher muss zunächst einmal die Steuerreformkommission eine Richtung vorgeben, dann wird auch konkret durchgerechnet. Zur Frage 14. Die Aufkommensschätzungen zur vorgeschlagenen Millionärs- oder Reichensteuer der SPÖ, die in meinem Haus vorgenommen worden sind, beruhen auf der alten Vermögensteuer nach dem Vermögensteuergesetz 1954 und wurden auf die heutigen Verhältnisse hochgerechnet. Ich möchte aber dazu sagen, dass ein konkretes Modell dazu ja nicht vorliegt, sondern dass lediglich die alten Daten hochgerechnet wurden auf den heutigen Stand. Zur Frage Nummer 15, das möchte ich ein wenig näher erörtern. Sie wollen genauestens wissen, wenn man in den nächsten 5 Jahren jede Einkommensteuertarifstufe jährlich um 3% senkt und dann den Eingangssteuersatz auf 21,5% beschränkt, den Spitzensteuersatz auf 35%, wie sich das genau in jedem Jahr auswirkt. Liebe Frau Kollegin, das ist eine umfassende Arbeit. Das würde in 5 Stunden, die Sie mir Zeit geben, zur Beantwortung einer solchen dringlichen Anfrage auch unmöglich sein. Noch dazu, wenn man auch, wie von Ihnen verlangt, den volkswirtschaftlichen Zweitrundeneffekt mit berücksichtigen soll. Daher bitte ich um Verständnis, das kann so nicht erfolgen. Warten wir zunächst einmal auf Vorschläge aus der Steuerreformkommission. Dort wird es dann auch dazu Modellrechnungen geben, aber die brauchen auch Zeit, wenn sie wirklich solide sein sollen.
Zu den Fragen 16 bis 18. Eine der Maßnahmen zur Schaffung von Spielraum in der echten Steuerreform sehe ich in der Beseitigung von Doppel- und Mehrfachförderungen. Die Transparenzdatenbank wird im Vollausbau erstmals die Möglichkeit bieten, über die Grenzen der einzelnen Gebietskörperschaften hinaus das Förderwesen der Republik einheitlich darzustellen. Sie ist damit ein wesentliches Instrument zur Reform des Förderwesens in Österreich. Durch diese Transparenzdatenbank werden wir eine bessere Entscheidungsgrundlage in der Zukunft haben für die Entwicklung von Förderstrategien, eine bessere Steuerung und schlankere Prozesse in der Vergabe von Förderungen, weil dann Daten auf einen Blick verfügbar sind. Eine solche Transparenz, die über die Zuständigkeitsgrenzen der einzelnen Förderstellen hinweggeht, bietet dann eine wichtige Grundlage für die zu treffenden politischen Entscheidungen des Bundes, der Länder und der Gemeinden. Das Ausmaß der tatsächlichen Einsparungen ist dann auch in einer gemeinsamen Sicht festzulegen. Die Bundesregierung hat in diesem Zusammenhang entsprechend ihrem Arbeitsprogramm in der Sitzung am 20. Mai 2014 beschlossen, eine Aufgaben- und Deregulierungskommission mit Vertretern des Bundes, der Länder und der Privatwirtschaft einzusetzen. Die Kommission hat 4 Untergruppen, die sie bei der Arbeit unterstützen, und diese Untergruppen erhalten Arbeitsaufträge von der Kommission und berichten über die erzielten Ergebnisse. Eine der Untergruppen wird sich mit dem Thema Förderungen und deren Reform, insbesondere durch Modernisierung, Effizienzsteigerung und Optimierung des Ressourceneinsatzes, beschäftigen. Der Beschluss der Bundesregierung nimmt in Aussicht, dass die Kommission innerhalb von 6 Monaten der Bundesregierung erste Umsetzungsvorschläge übergibt. Zusätzlich muss jedes Ressort, alle Länder, alle Gemeinden in ihrem Wirkungsbereich das kritisch prüfen, was an vorhandenen Potenzialen da ist. Das BMF hat, das möchte ich dabei betonen, bereits ressortintern Vorkehrungen getroffen. Wir haben auch eine Aufgabenkritik bei uns bereits in Geltung gesetzt. Zu den Fragen 19 bis 22. Steuerliche Privilegien einzelner Berufsgruppen, das ist Ihre Frage. In dieser Steuerreformkommission wird es eine der Aufgaben sein, dass wir Bevorzugungen oder Benachteiligungen oder kurz gesagt Verwerfungen im Steuerrecht identifizieren und Verbesserungsvorschläge unterbreiten. Das wird sich nicht auf alle verschiedenen Ausnahmen beziehen können, aber doch auf die, die auch entsprechend relevant sind, wenn man die Zahlen dahinter sieht. Es gibt daher derzeit keine sogenannte Liste von Privilegien. Sie können alle Ausnahmen heute im Einkommenssteuerbereich, auch im Lohnsteuerbereich nachvollziehen, weil sie im Gesetz enthalten sind. Und wir werden daher alles zu hinterfragen haben, aber diese Arbeit wird erst jetzt begonnen in der Steuerreformkommission. Zur Frage 23, was die Kosten für diese Reformkommission betrifft. Die Mitglieder, Expertinnen und Experten arbeiten ehrenamtlich, daher ist nicht mit zusätzlichen Kosten zu rechnen, vielleicht Kosten für Kaffee und da und dort ein Brötchen, aber nicht mehr wird vorzusehen sein. Zur Frage 24, Mitglieder der Kommission, den Vorsitz führt der Sektionschef im Bundesministerium für Finanzen, Gunter Meyer. Er ist der Sektionschef für die Steuersektion. Expertinnen und Experten sind in alphabetischer Reihenfolge Christopher Berger, Otto Fahni, Bernhard Größ, Heinz Haab, Alfred Heiter, Georg Kofler, Ralf Kronberger, Maria Kubitschek, Werner Mumm und Andreas Zakostelski. Zur Frage 25. Die Berufung von Expertinnen und Experten in die Steuerreformkommission der österreichischen Bundesregierung erfolgte nicht nach der Parteizugehörigkeit der Personen. Sie orientiert sich an den Vorgaben des Arbeitsprogramms der österreichischen Bundesregierung für die Jahre 2014 bis 2018. Dieses sieht vor, dass unter der Federführung des BMF Expertinnen und Experten der Sozialpartner, der Selbstverwaltungskörper der Wissenschaft und Vertreter der Regierungsparteien in die Steuerreformkommission zu entsenden sind. Soweit die Beantwortung meiner Anfrage. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Die Steuerlast in Österreich sei zu hoch und diese Last müsse weniger werden, betont Vizekanzler und Finanzminister Michael Spindlecker, ÖVP. Solidarität in beide Richtungen sei notwendig. Keine Rednerin länger als 10 Minuten sprechen darf. Jedem Club kommt eine Gesamtredezeit von 25 Minuten zu. Am Wort ist Herr... Nein, Moment. Zunächst haben wir eine tatsächliche Berichtigung von Herrn Abgeordneten Leopold Steinbichler.
Herr Abgeordneter, Sie kennen die Regel. 2 Minuten zunächst den zu Berichtigenden, dann den berichtigten Sachverständigen. Leopold Steinbichler, Tim Stronach hat sich zu Wort gemeldet. Vizekanzler, Herr Staatssekretär, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, der Herr Finanzminister hat in seinen Ausführungen gesagt, es kommt zu steuerlichen Entlastungen der Landwirtschaft. Ich berichtige tatsächlich, leider kommt es durch die Neufeststellung der Einheitswerte zu wesentlichen steuerlichen Mehrbelastungen. Das heißt in der Folge auch zu höheren Sozialversicherungsbeiträgen, das heißt in der Folge zu höheren Kammerpflichtmitgliedsbeiträgen und im Gegensatz zum Regierungsziel Entlastung der Arbeit mit der Einführung eines Vieh- und Fleischzuschlages zu einer gewaltigen Besteuerung der Arbeit. Danke. Es komme zu steuerlichen Mehrbelastungen, kritisiert Leopold Steinbichler vom Team Stronach. Herr Abgeordneter, sind das jetzt alles schon Beschlüsse gewesen, die Sie aufgezählt haben? Weil, wenn nicht, wäre es keine tatsächliche Berichtigung. Okay. Nächster Redner ist der Verfassungssprecher vom Team Stronach, Georg Vetter. Dr. Vetter am Wort. Nein, Entschuldigung, Sie haben keine Tat, Sie sind am Wort. Ja? 9 Minuten, bitte. Nein, danke. Frau Präsident, Herr Minister, Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus. Demokratie bedeutet die Herrschaft des Volkes. Demokratie bedeutet die Herrschaft der Mehrheit. Aber Demokratie bedeutet auch den Schutz der Minderheit. Und der Schutz der Minderheit ist manchmal populärer und manchmal weniger populär. Wir haben bestimmte Gesetze, Verhetzungsparagraphen, Antidiskriminierungsparagraphen, Gleichbehandlungsgesetze. Und nach einem bekannten österreichischen Austrobaden ist jeder Österreicher irgendwie Mitglied einer Minderheit. Und wenn wir heute über Steuern reden, dann führt man gerne eine Zahl im Munde von Seiten jener, die eine neue Steuer einheben wollen. Es sind ja nur ein paar Tausend, die betroffen sind. Oder es sind ja nur ein paar Zehntausend, die betroffen sind. Es sind vielleicht heute ein paar Zehntausend, aber in ein paar Jahren sind es dann vielleicht ein paar Hunderttausend. Weil oft in der Geschichte hat man diese Steuerbasis dann erhöht, worauf ich noch zu sprechen komme. Man kann, wenn wir von solchen reichen Steuern sprechen, es ist noch nie ein Land reicher geworden, weil man die Reichen ärmer gemacht hat. Solche Steuern sind sehr oft kontraproduktiv, weil sie die Leute ins Ausland schicken, weil die Leute das Kapital einfach flüchtet. Kapital, das heute so mobil ist wie noch nie. Die eigenen Wohltäter zu verfolgen, hat noch nie einer Nation, einem Land Nutzen gebracht. Es ist auch nicht geschickt, die Leute, die man besteuern möchte, zu kriminalisieren. Es ist nicht geschickt, bestimmten ausländischen Restaurants zu unterstellen, dass sie als solche nur Geldwäsche betreiben. Es ist nicht geschickt, jenen, die ein Geld haben, zu unterstellen, dass sie mafiöse Methoden anwenden. Es ist nicht geschickt, jenen, die ein Geld haben, zu unterstellen, dass dies nur mit Verbrechen und Korruption zustande gekommen sein kann. Wenn heute ganz allgemein der Ruf nach einer Tarifreform, nach einer Steuerreform da ist, dann muss man sagen, ja, es ist richtig, so eine Steuerreform zu machen. Und wenn heute der Eingangssteuersatz, und ich sage noch einmal, alle Steuersätze sind zu hoch, wenn heute der Eingangssteuersatz in Österreich bei 36% liegt und in den Vereinigten Staaten der Spitzensteuersatz bei 38% liegt, dann ist ganz klar etwas faul. Und da gebe ich, so ungern ich es tue, ausnahmsweise mal den Mitgliedern der SPÖ recht. Das ist einfach zu hoch. Aber gerade, meine Damen und Herren, weil wir dieses System schon so lange haben und dies auch mal für nur wenige gedacht war, diese 50% Spitzensteuersatz und diese 36% Eingangssteuersatz, müssen Sie doch sehen, dass mit der Zeit, mit der kalten Progression gerade dieses System zu einer Massensteuer
verkommen ist. Und glauben Sie denn wirklich, dass es anders sein würde bei der Vermögenssteuer, wo Sie jetzt den Fuß in die Tür reinbringen wollen und sagen, es sind ja nur ein paar 10.000? Es gibt keine Institution, die was Geld anbelangt, so gierig ist wie der Staat. Das sehen Sie genau an der Trägheit bei der Reform des Lohnsteuersystems. Und genauso würde es sein bei der Vermögenssteuer, wo man einfach mit der Zeit die Masse erreichen würde. Und genau deshalb muss man heute ganz klar hier dagegen sein, meine Damen und Herren. Es würde das Gleiche passieren wie in den letzten 25 Jahren bei der kalten Progression, dass es schließlich dann die breite Masse erwischen würde. Vor ein paar Tagen bin ich in einem Wirtshaus gewesen, da waren übrigens viele Wirte, und die haben mich gefragt, warum will die SPÖ die Registrierkassenpflicht für uns einführen? Wir haben ja schon die Registrierkassenpflicht für ab einem Umsatz von 150.000 Euro im Jahr. Glauben die wirklich, dass man durch die Einführung der Registrierkassenpflicht bei Wirten unter einem Jahresumsatz von 150.000 Euro 500 Millionen mehr an Steuereinnahmen lukrieren würde, so wie das kolportiert worden ist? Da muss ich ehrlich sagen, da geriet ich in Argumentationsnotstand und wusste nicht, was ich Ihnen entgegen soll. Und dann meinten Sie, ist das eigentlich erlaubt, dass eine Partei einer bestimmten Berufsgruppe unterstellt, durch Steuerhinterziehung den Staat in dieser Höhe geschädigt zu haben? Darauf musste ich Ihnen schon sagen, dass diese Antidiskriminierungsbestimmungen für die Religion gelten, für bestimmte Weltanschauungen, aber für eine bestimmte Berufsgruppe, wie zum Beispiel die Wirte, gilt das nicht. Im Gegenteil, der indirekte Vorwurf der kollektiven Steuerhinterziehung gegenüber einer bestimmten Berufsgruppe stellt schlicht und einfach die sublimierte Form des Klassenkampfes dar. Das haben Sie verstanden. Bis auf einen, der hat aufgezeigt und gesagt, ja, letzte Woche waren da lauter Demonstranten, hunderte Demonstranten in Wien, die haben alle geschrien, blöde Polizei, sind die auch nicht geschützt? Und da musste ich wieder passen und bin wieder in Argumentationsnotstand gekommen. Nein, die sind als Berufsgruppe wieder nicht geschützt gewesen. Und dann gab es noch einen Wirten, der aufgestanden ist. Und der hat gesagt, Registrierkassenpflicht für das Burgtheater. Und dann habe ich gesagt, wieso für das Burgtheater? Ja, er hat in der Zeitung gelesen, dass es ein Schwarzgeldkontensystem beim Burgtheater geben soll. Daher kann er doch fordern, Registrierkassenpflicht beim Burgtheater. Dann stand der nächste Wirt auf und sagte, ja, dann fordere ich die Registrierkassenpflicht bei allen Bundestheatern. Ja, was sollte ich denn da sagen? Dann gab es noch einen Wirten, sage ich Ihnen. Wissen Sie, was der gesagt hat? Der hat gesagt, Registrierkassenpflicht bei allen Staatsbetrieben, hat er gesagt. Stellen Sie sich das vor. Und ich habe versucht, ihm zu sagen, Unschuldsvermutung, man kann nicht von einem auf alle schließen. Darauf haben die mir gesagt, ja, aber die SPÖ schließt doch auch von einem Wirten oder einzelnen Wirten auf alle Wirten und sagt, 500 Millionen Euro könnten wir mehr an Staatseinnahmen lukrieren. Aber Sie werden es nicht glauben, dann gab es noch einen Wirten, der ist aufgestanden und gesagt, und was ist mit der SPÖ, hat der Wirt gesagt. Mit der SPÖ ist Ihnen schon aufgefallen, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo die BAWAG all ihr Geld verloren hat, die SPÖ entschuldet worden ist. Und ich wusste wieder nicht, was ich sagen wollte. Und dann kam noch ein Wirt und der hat gesagt, kennen Sie die Telekom mit den Scheinrechnungen und der Finanzierung? Und dann habe ich wieder nicht gewusst, was ich gesagt. Und dann kam ein Wirt und sagte, da gab es noch einen Telekommunikationssprecher in der SPÖ, der Zahlungen von der Telekom bekommen, der plötzlich nicht mehr kandidiert hat. Und ich sage Ihnen, wenn dieses rote Lämpchen hier nicht leuchten würde, ich würde Ihnen noch so viel erzählen können, was die Wirte über die SPÖ erzählt hat. Aber so soll ich Ihnen einfach ausrichten, meine Damen und Herren. Wenn die SPÖ die Registrierkassenpflicht für die Wirte verlangt, dann verlangen die Wirte die Registrierkassenpflicht für die Bundestheater, für die Staatsbetriebe und für die Sozialdemokratische Partei Österreichs, die SPÖ. Freundschaft.
Georg Vetter, Verfassungssprecher Tim Stronach, spricht sich vehement gegen Vermögensteuern aus. Es sei noch nie ein Land reicher geworden, weil die Reichen ärmer gemacht geworden sind. Der nächste Redner ist der Clubobmann der SPÖ, Andreas Schieder. Frau Präsidentin, Herr Minister, sehr geehrte Herren und Frau Staatssekretärin, das Thema Steuerreform und Steuersystem ist ja eines, das durchaus ernster ist, als dass man es mit einer zugegebenermaßen vielleicht dem Versuch lustig vorgetragenen zufälligen Häufung von vielen Wirten beim Wirten hier vortragen kann. Ich kann Ihnen aber auch empfehlen, Herr Kollege, wenn Sie halt wieder mal zu einem Wirtshaus gehen, schauen Sie halt, wer drinnen ist, oder bestellen Sie sich einen ordentlichen Schlegowitz. Vielleicht ist dann das Ihre eigenen Erzählungen auch leichter ertragbar, weil realistisch und wahr sind Sie keinesfalls. Womit sich aber viele Leute auseinandergesetzt haben, und das ist auch die Diskussion hier um das Steuersystem, ist, dass es eine Schieflage im System an sich gibt. Und zwar, es gibt eine europaweite globale Schieflage, dass die Rendite auf Kapital, auf eingesetztes Vermögen wesentlich stärker wächst als die Rendite der gesamten Gesellschaft, nämlich das Wirtschaftswachstum. Und wenn diese Schieflage über längere Zeit so ist, dann gibt es auch eine Umverteilung in die falsche Richtung, nämlich von den ärmeren Schichten hin zu den reicheren Schichten. Oder gibt es das Phänomen, was als ungerecht empfunden wird, zu Recht als ungerecht empfunden wird, nämlich dass die fleißig arbeiten gehen, nicht nur das Gefühl haben, sondern auch faktisch weniger Ertrag und Ertragszuwachs von ihrer Arbeit haben, als die, die nicht arbeiten gehen, sondern nur investieren und Vermögen geschickt oder weniger geschickt veranlagen. Und das ist eine Schieflage, die beseitigt gehört und die diskutiert gehört. Das ist nicht nur eine Frage in Österreich, das ist eine weite Frage, aber auch wir in Österreich müssen uns damit auseinandersetzen und haben in unserem eigenen Zahlenwerk ebenfalls alarmierende Zustände, nämlich dass das Lohnsteuerwachstum bereits oder das Lohnsteueraufkommen bereits über dem der Umsatzsteuer liegt. Historisch ist das Umsatzsteueraufkommen größer als das Lohnsteueraufkommen. Wenn sich das umdreht, dann zeigen sich zwei Faktoren, nämlich einerseits, dass unser Konsum etwas zu schwach ist und Unterstützung braucht, und zweitens, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land überproportional stark zur Finanzierung des Staates beitragen. Und genau aus dieser Sachlage heraus muss man eben über eine Entlastung diskutieren, denn eine Entlastung im Lohnsteuerbereich, vor allem mit dem Schwerpunkt untere und mittlere Einkommen, führt auch dazu, dass die Leute dieses zusätzlich vorhandene Nettoeinkommen dann in den Konsum stecken und damit auch nicht nur sie selber mehr davon haben, sondern auch die Wirtschaft über die Binnennachfrage auch wieder einen Konjunktureffekt hat, den sie so dringend braucht. Und das ist ein Weg, der deshalb auch diskutiert wird, weil sowohl Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der einen Seite als auch die Wirtschaft, vor allem die Wirten, die Geschäftsleute, die Fleißigen auch etwas davon haben, weil wieder mehr Geld ausgegeben wird. Zweitens haben wir auch im System Lücken. Es gibt noch immer das System, dass unser Steuersystem nicht hinterzugsresistent genug ist. Es gibt noch immer Möglichkeiten, dass Steuerhinterziehung möglich ist und nicht bestraft und verfolgt wird. Wir haben gerade jetzt auch dieser Tage diskutiert die Erhöhung der Strafen bei Selbstanzeige, weil auch das eine logische und vernünftige Reaktion darauf ist, dass Leute, die beim Steuerhinterziehen erwischt werden, es nicht nur strafbefreiend machen sollen, sondern auch nach der Größe gestaffelt, je mehr sie hinterzogen haben. Und da geht es nicht um die Frage, ob wer was vergessen hat. Das sind nämlich Dimensionen, wo es vergessen dann schon medizinischer zu untersuchen wäre, sondern es ist meistens ein bösartiger Hintergrund, dann auch mit einer Strafe belegt werden. Drittens kann man in dem Zusammenhang auch internationale Institutionen zitieren. Das hätten Sie machen können bei Ihrem Wirt, nämlich wo es christlich-soziale andere im Vorstand dieser Institutionen sitzen, wie zum Beispiel im Internationalen Währungsfonds, wo die Chefin, die ehemalige konservative französische Finanzministerin aus der Regierung Sarkozy ist, die im Länderbericht kürzlich über Österreich gesagt haben, dass sie empfiehlt, dass Österreich eine defizitneutrale Lohnsteuerreform mit einer Entlastung insbesondere für geringere Einkommen macht. Österreich hat eine ziemlich hohe Steuerbelastung und besteuert Arbeit besonders hoch, sagt der IWF. Der Anteil des Faktors Arbeit am gesamten Steueraufkommen ist in Österreich am höchsten in der gesamten Eurozone. Und wenn man sich dann die Statistiken anschaut, sieht man,
Bei der Arbeitsbesteuerung sind wir hoch, bei der Kapitalbesteuerung, unserer Vermögensbesteuerung sind wir unter den Schlusslichtern in Europa und in der OECD-Welt, und genau diese Schieflage gehört beseitigt. Und weil ich das hergezeigt habe, auch die OECD sagt dasselbe, genauso wie die Europäische Kommission, die das uns eben auch empfiehlt, nämlich, dass man die Steuerquellen auch verlagert, eine Entlastung des Faktor Arbeit herbeiführt und Kapital stärker belastet. Ich sage Ihnen auch noch zwei Zahlen. 1 Milliarde Euro Entlastung bei der Einkommensteuer führt zu einem zusätzlichen BIP und Wirtschaftswachstum von 0,2-0,3%, wenn man die Multiplikatoren, die das WIFO errechnet hat, zur Hand nimmt. Und das heißt auch gleichzeitig zusätzliche Beschäftigung von 2.000 bis 5.000 Arbeitsplätzen. Und jetzt können Sie es mit einem Steuervolumen, wenn wir jetzt von 4 Milliarden rechnen, alles mal 4 rechnen, dann sehen Sie auch, da ist ein Konjunkturpaket, ein kleines Konjunkturpaket, aber ein österreichisches Konjunkturpaket und auch ein Beschäftigungspaket dahinter versteckt. Die zweite Frage, noch das kurz anzusprechen, sind die Reichen, die Millionäre Österreichs, denn so unsozial, wie es ihnen oft unterstellt wird? Nein. Es gibt eine Fülle von Leuten, die sagen, sie sehen ebenfalls diese Schieflage im österreichischen Steuersystem und wären bereit, wenn der Faktor Arbeit entlastet werden würde, auch über die Vermögensseite mehr an der Steuerleistung beizutragen. Ich zitiere nur einen aus dem letzten oder vorletzten Profil, Christian Köck. Daher brauchen wir in Österreich auf jeden Fall eine Erbschafts- und Schenkungssteuer. Sie ist auch nicht leistungsfeindlich. Im Gegenteil, es ist leistungsfeindlich, keine Erbschafts- und Schenkungssteuer zu haben. Ich zahle viel zu viele arbeitsbezogenen Steuern und zu wenig vermögensbezogenen Steuern. Und ich bin überzeugt, dass viele Wohlhabenden wie ich denken. Zitat Ende vom Christian Köck, der einer von denen ist, die auch sagen, es muss hier eine Systemänderung geben. Und abschließend nur, Frau Nachbauer, oder ans Team Stronach gerichtet, weil direkt richten kann ich es nicht. Sie sind nicht die Vernachbar. Vielleicht war das Problem beim Wirten, dass Ihnen dann so viele das erzählt haben, weil Sie jetzt da aufgezeigt haben. Ich wollte mich auf etwas replizieren, was die Frau Nachbauer gesagt hat und was auch in der dringlichen Anfrage drinnen steht, nämlich, wenn man die Entlastungswünsche des Team Stronachs zur Hand nimmt, dann geht die soziale Schieflage überhaupt in den Wahnsinn über, denn das heißt, dass Leute mit einem Bruttogehalt von 2.400 Euro, also durchaus kleinere Verdiener, eine Entlastung in ihrem Modell von 1.700 Euro hätten, jedoch Leute im Club-Obleute-Gehalt von 14.000 Euro brutto eine Entlastung von 22.100 Euro im Monat hätten. Und jetzt ehrlich gesagt, wenn Sie das ernst meinen, dann schreiben Sie hin, Team Stronach, Asozialpartei der Reichen. Es gebe eine Schieflage im System an sich, nicht nur in Österreich, sagt Andreas Schieder, Clubobmann der SPÖ. Deshalb müsse dringend über eine Entlastung im Lohnsteuerbereich diskutiert werden und Kapital müsse stärker belastet werden. Reinhold Lopatka, Clubobmann ÖVP, ist der nächste Redner. Es ist keine Frage, jeder hier im Haus bei dem Stand, den wir haben, an Steuerquote, wird für Steuersenkungen eintreten. Das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist, schaffen wir Rahmenbedingungen, dass wir uns eine wirkliche Steuersenkung auch leisten können? Für uns ist es zu wenig, darüber nachzudenken, wie man von der einen Seite etwas herausnimmt an der Belastung, aber auf der anderen Seite sofort eine steuerliche Belastung wieder dazu gibt. Bei 45%, und wir sind jenseits der 45%, muss es uns darum gehen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir dann tatsächlich zu einer Entlastung kommen können. Das ist die große Herausforderung. Und die Österreichische Volkspartei war immer die Partei, die der Auffassung war, dass der Einzelne möglichst viel Freiheit haben soll. Das heißt, unser Konzept ist nicht eines, dass wir mehr Staat wollen und weniger privat, sondern genau umgekehrt. Wo es möglich ist, weniger Staat und mehr privat. Das heißt, dort, wo wir vielleicht durchaus positiv gemeint, aber vom Ergebnis sehr überschießend waren, auf der Ausgabenseite, dass wir es schaffen, hier wieder in dem ein oder anderen Bereich etwas zurückzunehmen. Ein schwieriges Unterfangen. Kollege Schieder und ich waren im Finanzministerium schon einmal damit beauftragt, als wir versucht haben, hier mit den Bundesländern zu entsprechenden Reformen zu kommen. Wir haben hier das ein oder andere
durchaus in den Verhandlungen relativ weit gebracht, aber dann nicht zum Abschluss bringen können. Wenn ich zum Beispiel an die Verwaltung der Lehrer denke, wo ich davon ausgehe, dass es vielleicht diesmal möglich ist, weil ja von allen Bundesländern her hier der Wunsch da ist, diese Doppelgleisigkeit wegzubringen. Hier die Landesschulräte als Bundesverwaltung, daneben die Schulabteilungen der Länder. Macht es einen Unterschied, ob jetzt einer ein Schulwart ist, einer Pflichtschule oder einer HS? In einem Fall ist Wien zuständig, im anderen richtigerweise die Zuständigkeit vor Ort. Also das macht für mich keinen Unterschied. Aber ich sage es Ihnen, das ist genau der Punkt, wo wir jetzt stehen. Und da halte ich es für richtig, dass neben den Experten, die die Steuerreform beraten, parallel dazu auch die Experten zusammensitzen, um darüber nachzudenken, nicht nur nachzudenken, sondern Vorschläge auszuarbeiten, wie wir hier auf der Ausgabenseite zu entsprechenden Reduktionen kommen können. Das ist die ganz wesentliche Frage und das ist für mich der Schlüssel, zu einer echten Entlastung zu kommen, wenn wir es auch schaffen, hier tatsächlich diese Kostendämpfung auf der Ausgabenseite zu erreichen. Und natürlich gibt es da viele Bereiche, wo man die Kosten senken kann. Aber nicht einfach in der Umsetzung. Wir haben heute Vormittag schon eine Pensionsdebatte gehabt. Und ich stimme nicht in allem überein bei den NEOs. Eine Abgeordnete sehe ich ja noch, der Klubobmann ist nicht mehr vertreten. Aber er hat in einem sicherlich recht, dass das österreichische Pensionssystem, vor allem was das Antrittsalter betrifft, was die Frühpensionen betrifft, ein sehr, sehr großzügiges System ist. Und dass wir Schritte setzen müssen, um in die Richtung zu kommen, wo Schweden schon längst ist. Schauen Sie sich bei uns die Beschäftigtenquote an, der 55-Jährigen bis 64-Jährigen und die von Schweden, bei Schweden bei 70%, bei uns unter 40%. Das ist eine große Bandbreite inzwischen, aber in die richtige Richtung muss es gehen. Und die richtige Richtung heißt für mich hier ganz sicherlich Schweden. Die richtige Richtung heißt für mich hier nicht Frankreich. Man sieht ja, welches Problem die französische Regierung hat, wo Hollande gemeint hat, hier einen Schritt zurücksetzen zu müssen, also herunter für bestimmte Gruppen im Pensionsantrittsalter. Das entspricht nicht unserer Entwicklung, die Gott sei Dank eine ist, dass die durchschnittliche Lebenserwartung Jahr für Jahr steigt. Aber im Antrittsalter sind wir dort, wo wir bei Bruno Kreisky am Beginn der 70er Jahre waren. Nur die Lebenserwartung hat inzwischen in Österreich um 11 Jahre, Gott sei Dank, das kann man nur positiv sehen, um 11 Jahre zugenommen. Genau dort müssen wir ansetzen. Und es gibt andere große Kostentreiber. Da muss man hinschauen, zum Beispiel in der Infrastruktur, im Bereich der ÖBB. Das muss man sich ansehen. Und wenn hier Einsparungsmöglichkeiten sind, dann muss man sie heben. Und da darf man nicht einfach darüber hinweggehen. Und wir haben mit den Bundesländern hier viel zu besprechen, wenn es um den gesamten Förderungsbereich geht. Also eine Herausforderung nach der anderen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Wir haben einen guten Zeitplan mit der SPÖ vereinbart. Jetzt die Experten bis zum Oktober, dann die politische Bewertung, dann eine entsprechende Gesetzesvorlage und rund in einem Jahr dann die Beschlussfassung hier im Hohen Haus. Das ist ein realistischer Plan. Und ob da am Ende dann Vermögensteuern dabei sind, da sage ich Ihnen, da bitte ich auch die SPÖ, das mit ehemaligen Bundeskanzlern zu diskutieren. Ich zitiere zwei, Alfred Gusenbauer und Franz Vanitzky. Franz Vanitzky hat gemeint, es hat einen guten Grund gehabt, dass ich seinerzeit zusammen mit Finanzminister Latziner die Vermögensteuer abgeschafft habe. Wenn ich höre, dass der Häuselbauer nicht besteuert werden soll, was bleibt dann noch? Und Alfred Gusenbauer, auch Bundeskanzler der Sozialdemokraten. Na, haben Sie was gegen Alfred Gusenbauer? Gut, gut. Schauen Sie, der Alfred Gusenbauer hat gemeint, zu glauben, dass man mit reichen Steuern unsere Probleme bewältigen kann, das geht sich nicht aus. Ich war immer der Meinung, dass eine Substanzbesteuerung nicht der beste Weg ist. Soweit zwei SPÖ-Bundeskanzler. Ich sage Ihnen, wir werden das diskutieren.
Und am Ende werden wir sehen, welchem Bundeskanzler wir folgen. Danke. Die Doppelgleisigkeiten zwischen Bund und Ländern sollten reduziert werden, sagt Reinhold Lopatka, Klubobmann der ÖVP. Experten sollten Vorschläge ausarbeiten, wie man auf der Ausgabenseite reduzieren könne. Eine Substanzbesteuerung sei nicht der beste Weg. Der nächste Redner ist von der FPÖ, Finanzsprecher Hubert Fuchs. Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus. Mit einer Abgabenquote von über 45% des BIP belegt Österreich mit Rang 5 einen negativen Spitzenplatz im europäischen Vergleich und liegt damit bereits vor Schweden. Beunruhigend ist auch die Tatsache, dass die Lohnsteuer im heurigen Jahr die Umsatzsteuer als wichtigste Einnahmequelle des Staates überholen wird. Lohnsteuer und Umsatzsteuer gemeinsam machen 2/3 der öffentlichen Abgaben aus. Das heißt aber, dass mindestens 2/3 der gesamten öffentlichen Abgaben von den Arbeitnehmern bezahlt werden. Denn die Unternehmer können sich ja die Vorsteuer wieder zurückholen. Dass es hier eine massive steuerliche Entlastung geben muss, kann wohl außer Streit gestellt werden. Das im Frühjahr beschlossene Abgabenänderungsgesetz 2014 war ein Schritt in die falsche Richtung. Statt einer Steuerentlastung brachte uns dieses Gesetz eine Mehrbelastung von 771 Millionen Euro für das heurige Jahr und 1,2 Milliarden Euro für die Folgejahre, obwohl es auch positive Aspekte hier zu nennen gäbe. Mit über 51% hat Österreich darüber hinaus auch die weltweit 8. höchste Abgabenquote. Österreich hat kein Einnahmenproblem, aber wir haben ein massives Ausgabenproblem. Wir haben hier auch sehr vernünftige Ansichten vom Herrn Klubobmann Lopatka gehört, doch diese Erkenntnis scheint bei der SPÖ noch nicht angekommen zu sein. Denn die SPÖ möchte in Summe keine Steuern senken, sondern die Steuern nur umverteilen. Wer aber Steuerlasten nicht nur umverteilen möchte, sondern Steuern tatsächlich senken möchte, muss auch bereit sein, die öffentlichen Ausgaben zu reduzieren. Dazu scheint aber weder die ÖVP noch die SPÖ derzeit bereit zu sein. Herr Kollege, Sie können sich zu Wort melden, aber hier und nicht auf der Bank. Eine Senkung der Ausgaben ist aber unabdingbar, um in der Lage zu sein, die Arbeitnehmer zu entlasten. Ein paar statistische Daten. 39% der Steuerpflichtigen beziehen ein jährliches Einkommen von maximal 11.000 Euro. 38% von maximal 25.000 Euro, 20% von maximal 60.000 Euro und lediglich 3% über 60.000 Euro. Das heißt aber, dass 77% der Steuerpflichtigen ein maximales jährliches Einkommen von lediglich 25.000 Euro haben. Hier muss die Hauptstoßrichtung einer Steuerreform ansetzen. Diese Gruppe ist sofort zu entlasten, und zwar mit einer Reduktion des Einstiegssteuersatzes von unverschämten 36,5% auf 25%. Auch die kalte Progression muss eliminiert werden, damit Lohnerhöhungen nicht von Inflation und Abgaben wieder aufgefressen werden. Hier fordern wir eine regelmäßige Anpassung der Progressionsstufen an die Inflationsrate. Bei der aktuellen Diskussion sollte man aber nicht übersehen, dass die Arbeitnehmer nicht nur bei der Lohnsteuer entlastet werden müssen, sondern auch bei den Sozialabgaben. Durch die Sozialabgaben werden nämlich die niedrigen Einkommensbezieher überproportional belastet. Ich darf Ihnen hier ein Beispiel geben. Wer heute 1.500 Euro brutto im Monat verdient, bekommt 1.159 Euro netto auf das Konto überwiesen. 341 Euro werden dem Arbeitnehmer abgezogen. Und was glauben Sie, wie viel davon auf die Lohnsteuer bzw. auf die Sozialversicherungen fällt? Die Lohnsteuer beträgt lediglich 85 Euro, aber die Sozialversicherung schlägt hier mit 256 Euro zu. Die Sozialversicherung ist in diesem Beispiel 3-mal so hoch wie die Lohnsteuer. Diesen Arbeitnehmern können Sie mit einer Lohnsteuersenkung sicher nicht helfen. Diesen Arbeitnehmern nützt nur eine Entlastung bei den Sozialabgaben.
Aber der Staat kassiert ja nicht nur vom Arbeitnehmer, sondern auch vom Arbeitgeber. Bei einem Bruttogehalt von 1.500 Euro kassiert der Staat 469 Euro Lohnnebenkosten vom Arbeitgeber. Der Arbeitgeber hat also Kosten von 1.969 Euro, damit dem Arbeitnehmer 1.159 übrig bleiben. Der Staat kassiert hier in Summe 810 Euro. Da stimmt das Verhältnis nicht mehr. Und die Bundesregierung brüstet sich noch damit, dass sie heuer die Lohnnebenkosten um 0,2 Prozentpunkte gesenkt hat. Der Arbeitgeber erspart sich dadurch im Schnitt 20 Euro, aber im Jahr. Das sind 1,67 Euro im Monat. Die Sozialabgaben sind übrigens fast so hoch wie die zwei aufkommensstärksten Steuerquellen, nämlich die Lohnsteuer und die Umsatzsteuer zusammen. Wir reden hier von 47,6 Milliarden Euro. Darüber sprechen die Gewerkschaften und Kammern aber nicht so gerne. Die Gewerkschaften und Kammern sollen nicht nur lautstark eine Steuerreform fordern, sondern auch eine Reform bei den Sozialabgaben. Da bin ich schon gespannt, inwieweit sich hier die roten Vertreter der Arbeiterkammer in der Steuerreformkommission Mumm, Kubitschek und Farni anbringen werden. Das werden wir uns ganz genau anschauen. Kein Thema in der Arbeitskostendebatte ist auch das ineffiziente, überbürokratisierte Sozialversicherungssystem. Ganz zu schweigen von den Zwangsmitgliedsbeiträgen an Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer. 700 Millionen Euro jährlich Lohnnebenkosten werden dadurch verursacht. Hier könnten die Kammern mit einem guten Beispiel vorangehen und ihren Beitrag zu einer Lohnnebenkostensenkung leisten. Das wäre schon ein erster konkreter Vorschlag, den die Vertreter der Arbeiterkammer in der Steuerreformkommission machen könnten. Ich stelle daher folgenden Entschließungsantrag und begrüße ausdrücklich die Einleitung einer Volksbefragung von der Arbeiterkammer Tirol bzw. Arbeiterkammer Vorarlberg. Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden Entschließungsantrag. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat sofort einen Gesetzesentwurf einer Steuerreform mit dem Ziel einer Senkung des Eingangssteuersatzes in der Lohn- und Einkommensteuer auf 25% sowie einer gesamten strukturellen Steuerreform zuzuleiten. Mehr Netto vom Brutto, aber nicht über neuen Steuern, wie sich das die SPÖ vorstellt, sondern durch eine Strukturreform und durch Senkung von Staatsausgaben. Ein klares Nein zu Vermögenssteuern. Und wir haben natürlich auch heute eine namentliche Abstimmung zu diesem Entschließungsantrag eingebracht, um zu sehen, wie sozial die Sozialdemokraten in Wirklichkeit sind. Das erst beschlossene Abgabenänderungsgesetz bringe mehr Belastung als Entlastung, kritisiert FPÖ-Finanzsprecher Hubert Fuchs. Österreich habe ein massives Ausgabenproblem. Eva Klawischnik, die Klubobfrau der Grünen, ist die nächste Rednerin. Frau Dr. Eva Klawischnik-Piszczek. Danke, Frau Präsidentin. Herr Bundesminister, Herr Staatssekretär, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich wollte der Frau Abgeordneten Klubobfrau Nachbauer mit ihr gerne noch in den Dialog treten, weil sie ja die Anfrage eingebracht hat. Vielleicht kann mir das ausrichten. Sie hat einiges gesagt, mit dem ich überhaupt nicht einverstanden bin, aber mit einem ganz besonders nicht. Sie hat gemeint, eine Steuerreformdiskussion ist ein Ablenkungsmanöver, um nicht über das Bankendesaster reden zu müssen. Also da braucht man, glaube ich, überhaupt keine Sorge haben, dass wir über das Bankendesaster und über die Abwicklung, über die Gesellschaftsform nicht weiter hier am Drücker bleiben werden. Auch hier heute im Hohen Haus wird es am Ende der Tagesordnung neuerlich den gemeinsamen Untersuchungsausschuss zur Hypo Alpe Adria geben. Also hier braucht es, glaube ich, keine Sorge. Das Zweite. Und wir werden ihn so lange einbringen, bis er endlich eine Mehrheit findet. Davon können Sie ausgehen, Herr Abgeordneter Redler, da können Sie nicken, genau. Und das wird sehr bald sein, weil Aufklärung ist dringend notwendig. In diesem Zusammenhang vielleicht noch einen Satz, Herr Finanzminister. Der Umgang mit den 900 Millionen Euro Nachrangkapital bei der Hypo Alpe Adria findet ausdrücklich unsere Zustimmung. Schade nur, dass dieser Weg nicht breiter und weiter gegangen wird. Dass Sie das nicht auch bei anderen Anleihenzeichner sich überlegt haben und anstelle dieser fast 1:1 Übergangslösung dann für die Steuerzahlenden, das nur für diesen kleinen 900 Millionen Euro Bereich gemacht haben. Aber trotzdem, da haben Sie ausdrücklich unsere Unterstützung in dieser Frage. So, und jetzt zur Steuerreformdiskussion.
Ich halte eine Steuerreformsdiskussion nicht nur für notwendig, sondern ich halte eine Steuerreform auch für dringend notwendig. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir uns heute ein bisschen herumgeschwindelt haben. Wir haben jetzt den Klubobmann Schieder gehört, der sozusagen die SPÖ-Position vertreten hat. Wir haben den Klubobmann Lobatka gehört, der auch schon wieder verschwunden ist. Also offensichtlich, die Steuerreformdiskussion ist nicht so ein großes Anliegen. Ich sage nur, wir haben hier wirklich ein Problem. Wir haben ein Steuerstrukturproblem, über das wir in aller Ernsthaftigkeit einmal diskutieren sollten und es schon längst hätten tun sollen. Wenn ich mir den ÖVP-Weg jetzt ansehe, jetzt kommt wieder das Heilsversprechen, es wird ausgabenseitig, es werden die Reformen jetzt endlich in Angriff genommen, es wird der Dschungel beim Förderungssystem, Doppel-Dreifach-Förderung zum Beispiel, wird endlich in Angriff genommen. Ich sage Ihnen nur eines, es ist schon wirklich schwierig, sich das anzuhören, weil wir hören das mittlerweile seit Jahren. Also gerade die Förderreform wurde bereits im Leupersdorfer Sparpaket im Jahre 2012 zwischen den Regierungsfraktionen vereinbart. Und sie ist gerade jetzt wieder abgesagt worden. Also das ist schon etwas sehr Mühevolles. Jetzt gibt es diese sogenannte Aufgabendegregulierungskommission. Und doch die verursacht nur allein das Wort schon fast körperliche Schmerzen, weil wir in diesem Bereich der Verwaltungsreform so viele Stunden, Wochen und Monate bereits ausgearbeitete Vorschläge am Tisch haben, dass es ja nicht mehr notwendig ist, jetzt eine weitere Aufgabendegregulierungskommission einzusetzen. Also Österreich-Konvent, Rechnungshof, die Österreich-Gespräche, da liegen so viele Vorschläge einfach am Tisch, die man in Angriff nehmen muss. Die Debatte rund ums Budget, wo es um die Schulreformverwaltung gegangen ist, da wurde wiederum neulich versprochen, Schulreformverwaltung. Bis zum heutigen Tag gibt es hier keine konkreten Schritte. Und deswegen ist es so ein bisschen mühsam, diese Diskussion so zu führen. Und vor allem gibt es für mich auch kein erkennbares Argument, warum eine Partei, die 27 Jahre durchgehend in folgender Regierung ist und die seit 2008 gemeinsam mit der SPÖ in der Regierung ist, nicht bereits vor Jahren begonnen hat, auf diesen Ausgabenseiten wirklich jeden Cent einmal umzudrehen, zu schauen, wie ist es mit umweltschädlichen Subventionen, zu schauen, wo fördern wir wirklich doppelt, dreifach und mehrfach, vor allem Großbetriebe und so weiter und so weiter. Also das ist schon schwer. Wir brauchen eine Steuerreformdiskussion, die vor allem auf ganz, ganz relevante Fragen eine Antwort gibt. Eine Frage ist, die mir besonders unter dem Herzen jetzt mit, also unter den Nägeln brennt, wie ist es wirklich mit der Leistungsgerechtigkeit und mit der Steuergerechtigkeit? Und wenn man sich vor Augen führt, also was hier viele Menschen wirklich tatsächlich im Moment auch für ein Gefühl haben, wenn eine Frau mit 11.000 Euro überlegt, leiste ich mir Nachmittagsbetreuung, leiste ich mir eine zusätzliche, eine Hortbetreuung und sie rutscht damit, dadurch, dass sie mehr verdient in die höhere, also erstens in die erste Einkommenssteuerstufe hinein, ist es für sie eine ganz schwierige Entscheidung, ob sie das überhaupt machen soll. Also wenn Sie von Familienfeindlichkeit reden, dann ist genau diese Frage der Entlastung dieser Einkommen, das sind vorwiegend Frauen, eine der wichtigsten Fragen, die Sie unverzüglich in Angriff gehen sollten. Deswegen finde ich, kann man das nicht verschieben. Kleinstunternehmen, wenn sich ein paar junge Leute, wenn sie sich endlich einmal durchgesetzt haben und es schaffen, 1, 2, 3 Leute anzustellen, dann knallt man ihnen zusätzlich noch zu den hohen Lohnkosten noch eine Lohnsummensteuer hinauf. Ich meine, geht das noch? Das gibt es in ganz Europa nicht. Das sind echte Standortnachteile, die wirklich bei der sogenannten Entfesselung der Wirtschaft wirklich einen Hemmschuh darstellen. Und das Dritte, ich meine, wenn wir über einen Beitrag von Vermögenden reden, dann würde ich das erstens nicht so ideologisch führen wollen, sondern ein bisschen faktenorientiert. Und weder die OECD noch die EU-Kommission noch der Internationale Währungsfonds sind ideologische Vereinigungen, sondern die arbeiten äußerst faktenorientiert. Und wenn Sie jetzt, bevor schon diese Steuerreformkommission zu arbeiten beginnt, Denkverbote erteilen, das darf es nicht geben, das darf es nicht geben, dann frage ich mich, wozu brauchen wir denn überhaupt eine Steuerreformkommission, wenn eh schon alles ideologisch vorher bestimmt ist. Lassen Sie diese Kommission einmal ein bisschen freier arbeiten, ein bisschen wirklich diese internationalen Empfehlungen anschauen. Es ist dringend geboten, Österreich ist ein Hochsteuerland für Arbeit und ein Niedrigsteuerland für vermögensbezogene Steuern und für umweltbezogene Steuern. Und das sagt bitte wirklich nicht nur die Grünen und die Rote Jugend und der Herr Klubobmann Schieder mittlerweile, zwar halt nur als Meinung und nicht sozusagen als Verhandlungsstandpunkt, weil das hören wir immer nur als SPÖ-Meinung, aber nicht als Fraktionsstandpunkt in Verhandlungen, das ist sehr schade im Übrigen, sondern das sind faktenorientierte Belege.
Und reden wir über das einmal ein bisschen ohne diese Scheuklappen und ohne da irgendwelche Dinge in den Raum zu stellen. Das hat mit Mittelstandbelastung nichts zu tun, wenn mal 2 Drittel des Vermögens in Österreich bei 10% der Bevölkerung ist. Und wenn man einen Bereich, wenn man die Millionengrenze hernehmen, wenn man nicht einmal mehr 5% der österreichischen Haushalte erwischt, dann kann man durchaus einmal ernsthaft darüber nachdenken dürfen. Also ich würde Sie bitten, ein bisschen liberaler zu sein in diesen Fragen, keine Denkverbote vorher zu erteilen und wirklich einmal nachzudenken, was hier wirklich an Fakten am Tisch liegt, welche Möglichkeiten es besteht, Steuergerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit, Umweltverträglichkeit, wachstumsfördernde Impulse auch tatsächlich zu setzen, ohne Scheuklappen. Danke. Eva Klawischnik, Klubobfrau der Grünen, plädiert für eine Steuerreform. Es gäbe ein Steuerstrukturproblem, hier sei besonders die Leistungsgerechtigkeit wichtig. Rainer Hable, Budget- und Finanzsprecher der NEOS, ist der nächste Redner. Frau Präsidentin, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus, geschätzte Bürger und Bürgerinnen in der Galerie und vor den Bildschirmen, wir haben in den letzten Wochen eine Diskussion zwischen ÖVP und SPÖ, eine Steuerdiskussion erlebt, ein Schauspiel, würde ich sagen. Und es hat fast den Anschein, wenn man diese Diskussion beobachtet hat, dass Sie erst seit gestern in der Bundesregierung sitzen. Und daher möchte ich Sie daran erinnern, dass die SPÖ fast durchgehend seit 1970 in der Bundesregierung ist und den Bundeskanzler stellt. Und die ÖVP durchgehend seit 1987 in der Bundesregierung ist und durchgehend den Finanzminister stellt. Das heißt, alles, was wir heute hier diskutieren und alles, was auch Sie von SPÖ und ÖVP bejammert haben und kritisiert haben, ist kein Zufallsprodukt. Es ist das Ergebnis von SPÖ und ÖVP-Politik. Die SPÖ hat sich bei dieser Diskussion mit neuen Steuervorschlägen überschlagen. Und daher sagen wir NEOS auch ganz bewusst, das ist der falsche Weg. In ein Fass ohne Boden können wir doch nicht immer neue Steuern hineinschmeißen. Aber auch die ÖVP, bevor jetzt die ÖVP klatscht, auch die ÖVP möchte ich da nicht auslassen, denn sie sind, Herr Finanzminister, ja, sie sind in diese Nationalratswahl mit dem Slogan keine neuen Steuern hineingegangen, sind durchs ganze Land gezogen und haben gesagt, keine neuen Steuern mit uns. Was haben wir ein paar Monate später gesehen? Ein Abgabenänderungsgesetz, das die Steuern um 5 Milliarden hinaufschraubt. Und trotz dieser Rekordsteuern, die wir jetzt in diesem Land erleben, erleben wir auch Rekordschulden. Und was mir bei dieser ganzen Diskussion abgeht, was mir wirklich abgeht, sind die Strukturreformen. Daher möchte ich auch ganz offiziell hiermit eine Vermisstenanzeige aufgeben, eine Vermisstenanzeige für Ihre Strukturreformen. Wo sind sie? Und ich meine nicht die Diskussion über Strukturreformen, die erleben wir seit Jahren und Jahrzehnten. Ich meine nicht die Ankündigungen von Strukturreformen, denn die erleben wir auch seit Jahren und Jahrzehnten. Aber ich kann wahrscheinlich schon bei dieser Vermisstenanzeige dazu sagen, wo Sie sie finden werden. Sie werden sie in Schubladen finden. In Schubladen sind sie all diese Strukturreformen und wir warten noch immer auf die Umsetzung. Die Frage ist, was mit all diesem Geld, mit all diesen Rekordsteuern passiert. Und ich lasse mir nicht sagen, dass das alles gut verwendetes Geld ist. Das fließt alles nicht in Schulen, in Krankenhäuser, in Universitäten, denn sonst würden wir mit der Steuerquote der Schweiz auskommen. 28% Steuerquote, ausgeglichenes Budget, Österreich 45% Steuerquote, Budgetdefizit. Ja, wo kommt das hin? Man weiß nur, dass es nie ankommt. Sportlerförderung kommt bei den Sportlern nicht an. Bildungspolitik, Bildungsausgaben kommen im Klassenzimmer nicht an. Gesundheitspolitik, die Milliardenausgaben kommen sehr oft beim Patienten nicht an. Die Frage ist dann, wo kommt es dann hin? Wo kommen diese Rekordsteuernahmen dann hin? Und da braucht man sich als Beispiel eins, möchte ich nennen, nur die Rechnungshofberichte lesen. Denn diese Rechnungshofberichte dokumentieren eine Serie von Missmanagement. Das Traurige ist, es passiert nie
etwas. Es gibt keine Konsequenzen. Wir werden uns heute noch über das Dorotheum als Beispiel unterhalten. Beispiel Nummer zwei, Inserate der öffentlichen Hand. Das muss mir mal jemand erklären, warum die öffentliche Hand, warum die Ministerien und alle sonstigen Einrichtungen Inserate brauchen. 200 Millionen Euro hat man dafür im Jahr 2013 ausgegeben, für Inserate. Wieso reicht nicht eine Pressekonferenz? Das macht ja jeder andere auch. Warum müssen es dann bunte Bilder in bestimmten Zeitungen sein? Ja, Beispiel 3, Hypoalpe Adria, da werden wir auch heute noch drüber reden. Aber da ist natürlich auch wahnsinnig viel Geld schon versenkt worden. 7 Milliarden an Cash und Garantien sind da schon drin und damit auch schon wieder weg. 4 Milliarden, schätzt der Vorstand, andere internen Quellen sagen, es werden eher 6 bis 10 Milliarden sein. Also geschätzte 15 Milliarden wird uns dieses Desaster kosten. Herr Finanzminister, also ich begrüße die Intention, die Gläubiger zu beteiligen. Das ist in Ordnung. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich sage auch dazu, das, was Sie hier machen mit dieser gesetzlichen Regelung der Lex Hypo, das ist in Wahrheit eine Teilinsolvenz ohne Insolvenzrecht. Und damit handeln Sie sich die Nachteile ein, ohne die Vorteile einer Insolvenz zu lukrieren. Wie sollte dann nun die Steuerpolitik ausschauen? Und aus Sicht von uns NEOS muss die Steuerpolitik um drei Säulen drehen. Diese drei Säulen sind weniger, einfacher und gerechter. Warum es weniger werden muss, das muss ich nicht lange erklären. Beim Fußball wird es wahrscheinlich nichts werden, aber was das Besteuern betrifft, da spielt Österreich immer um den Weltmeistertitel mit. 45% habe ich schon gesagt, die Schweiz nur 28%. Was ist zu tun? Zum Beispiel die kalte Progression endlich abzuschaffen, die permanente Steuererhöhung ohne Parlamentsbeschluss. Wir NEOS haben hier einen Antrag eingebracht, erste Lesung haben wir schon absolviert und aus den Wortmeldungen von SP und ÖVP war schon Ablehnung zu erkennen. Also wir befürchten das normale Ergebnis, nämlich Begräbnis im Ausschuss. Das Ziel muss hingegen sein, die Abgabenquote zu senken und einen ersten Schritt Richtung 40% hinunterzutreiben. Und das wäre auch nicht das Niveau von Deutschland. Neben erstens weniger muss es einfacher werden. Seit 20 Jahren hat dieses Land in Wort keine Steuerreform erlebt. Es sind immer nur konfuse, wahllose Änderungen von einzelnen Bestimmungen. Und wenn ich sage, seit 20 Jahren, ich kann es vorher nicht beurteilen, das war vor meiner Zeit, aber in den letzten 20 Jahren definitiv sicher nicht. Und Sie brauchten sich nur den Kodex Steuerrecht anschauen, also die Sammlung des österreichischen Steuerrechts. Das ist in den letzten 10 Jahren von 2004 bis 2014 um 40% angestiegen. Der Kodex Steuerrecht, die österreichischen Steuergesetze sind um 40% fetter geworden in den letzten 10 Jahren. Das ist ein Zustand, den wir so nicht mehr länger ertragen können. Daher sagen wir, und ich sage auch wieder ganz offen dazu, natürlich, was zu tun ist. Weg zum Beispiel mit den Bagatellsteuern. Warum haben wir eine Luftsteuer? Nur weil irgendwelche Markisen und sonstigen Teile auf öffentliche Gehsteige hinausragen, zahlen wir Steuer dafür. Weg mit dieser Luftsteuer, weg mit dieser gerade eingeführten Sektsteuer, die bringt nur hohen Verwaltungsaufwand, aber keine Effekte. Weg mit den Rechtsgeschäftsgebühren, zum Beispiel allen bekannt die Mietvertragsgebühr als Mieter, wenn man wo einzieht, ist das Erste, was man in die Hand gedrückt bekommt, eine Rechnung über die Mietvertragsgebühr. Und wir brauchen natürlich auch ein gerechteres Steuersystem. Wem weniger, dem einfacher, muss es auch gerechter werden. Und da möchte ich eine Frage an die Kollegen und Kolleginnen von der SPÖ stellen, weil sie ja so gerne über Gerechtigkeit reden. Was ist denn dann mit der Arbeiterkammerumlage? Was ist mit der Arbeiterkammerumlage? Die ist erstens intransparent, weil sie steht nicht am Lohnzettel oben, sie ist bei den Sozialversicherungsbeiträgen versteckt. Sie ist eine Flat Tax, das, was sie immer bekämpfen. Und diese Arbeiterkammerumlage ist, sie gilt für alle. Das heißt, auch diejenigen, die in Wort so wenig verdienen, dass sie keine Steuern zahlen müssen, die zahlen mit Sicherheit Arbeiterkammerumlage. Und bevor die ÖVP schreit, das gilt für die Wirtschaftskammerumlage genauso. Da haben wir sogar zwei davon. Und das ist übrigens auch eine Substanzsteuer, gegen die sie so heftig
auftreten. Was ist in diesem Bereich zu tun? Weg mit den Steuerprivilegien, weg mit den über 500 Ausnahmebestimmungen, die in Wahrheit eh niemand versteht, wo auch die Wirkung vollkommen unklar ist, was überhaupt damit dabei herauskommt. Und die Devise muss sein, zusammenfassend, und das ist die Devise von uns NEOS, das müssen die drei Säulen der Steuerpolitik sein. Es muss weniger werden, es muss einfacher werden und es muss gerechter werden. Ich befürchte nur, solange wir eine rot-schwarze Mehrheit in diesem Haus haben, wird es nicht kommen. Aber wir NEOS werden den Druck weiter hochhalten in dieser Sache. Und wir werden diesen Druck so lange hochhalten, bis dieses Land eine Steuerreform sieht, eine Steuerreform, die diesen Namen auch verdient. Dankeschön. Neue Steuern seien der falsche Weg, betont Rainer Hable, NEOS Budget- und Finanzsprecher. Trotz der Rekordsteuern gäbe es auch Rekordschulden. Hier würden die Strukturreformen fehlen. Markus Franz, Team Stronach hat das Wort. Wertes Präsidium, Hohes Haus. Der heilige Thomas von Aquin, der ein großer Rechtsphilosoph neben seiner theologischen Kompetenz war, hat gesagt, Steuern sind legalisierter Raub. Das war im 13. Jahrhundert. Schon damals hat man sich heftige Gedanken gemacht, wie gerecht sind überhaupt Steuern. Für den heiligen Thomas waren die Steuern nur dann zumutbar, wenn sie so gering wie möglich gehalten wurden und absolut dem Gemeinwohl dienten. Das heißt, da geht es im Grundsatz um eine Frage, um eine rechtsphilosophische Frage, was ist überhaupt rechtens, wenn wir Steuern einheben? Grundsätzlich ist es was, ein Ding, dass die einen den anderen wegnehmen, und das muss man sich ganz gut überlegen, und der Ansatz von Thomas von Aquin ist eigentlich ein sehr brauchbarer, selbst fast 1000 Jahre danach. Mittelalter wurde angesprochen, ich rede gerade davon, wir haben in der Schule gelernt, man hat den Bauern damals den Zehent abgepresst, das waren 10%. Heute haben wir eine Steuerquote von knapp 50%, die dritthöchste Europas. Die Dreschflegeln, die Bauern damals gehabt haben, die haben wir noch zu Hause gelassen. Wir nennen das euphemistisch, diesen Mega-Zehent nennen wir Staatsquote. Und wir in Österreich haben das Pech, dass wir auch am drittlängsten für den Staat arbeiten müssen. Ein Institut in Brüssel, das Institut Molinari, erhebt jedes Jahr den Tax Liberation Day. Da kommt heraus, dass Österreich bis 25. Juli arbeiten muss. Dänemark, das hochgelobte Dänemark, immer wieder als Beispiel zitiert, auch von allen Fraktionen hier im Haus, muss nur bis 7. Juni arbeiten und ist insgesamt besser aufgestellt als Österreich. Das sollte uns wirklich zu denken geben. Das heißt, was kann man als einziges Ding anstreben? Nur eine Steuerreform ohne Gegenfinanzierung und eine Steuerreform natürlich ohne Vermögensteuern, Reichensteuern, Substanzsteuern. Das kommt alles für uns überhaupt nicht in Frage. Wir wollen die Ausgaben des Staates dämmen und nicht die Einnahmen des Staates erhöhen. Warum wollen wir konkret keine Vermögensabgaben? Na bitteschön, wir werden doch nicht den Populismus und den Eigennutz des Bundeskanzlers unterstützen, der ja nichts anderes möchte, als am Parteitag bestätigt werden. Das ist der einzige Grund, warum man jetzt diesen Pseudoklassenkampf eröffnet hat seitens der SPÖ. Alle wissen, dass die Steuer nichts bringt. Also bitte seien Sie vorsichtig, dem kann man überhaupt nicht zustimmen. Von der Sache her ist die Vermögenssteuer heute schon etliche Male diskutiert worden, ist ein Unsinn. Zwei Zahlen dazu. 1% der Bevölkerung, nämlich die Reichen, zahlen 20% der Steuern. Und wenn ich das ein bisschen ausstrecke, dann habe ich 50% der Bevölkerung, die zahlen 90% der Steuern. Na bitteschön, wo komme ich da hin mit einer Vermögensabgabe? Genau dorthin, wo es mein Vorredner Georg Vetter schon gesagt hat. Die Steuer wuchert, wuchert, wuchert. Und ich kann nur bei der Masse die Kasse machen. Das muss immer in unseren Köpfen drinnen sein, im Sinne von Thomas von Aquin. Ich möchte hiermit warnen, bei aller persönlichen Wertschätzung der Abgeordneten der Sozialdemokratie, ich möchte warnen vor dem sozialistischen Gedankengut. Die SPÖ will mit ihren Plänen Betriebsvermögen besteuern. Das ist investorfeindlich, das ist standortschädlich, das ist nicht gut für Österreich. Und die SPÖ will die Steuer an die Gewinnerwartung ausrichten. Noch bevor irgendein Gewinn überhaupt hereinkommt beim Unternehmer, wollen die Sozialdemokraten schon eine Vorauszahlung haben. Das ist aus meiner Sicht extrem leistungsfeindlich und an der Grenze der Seriosität und eigentlich wiederum der Klassenkampf, den wir eigentlich schon überwunden haben. Ja, das heißt noch lange nicht, dass gut ist. Dann sind wir doch die Ersten, die es gescheit machen, bitte, Kollege. Aber auch dazu... Ja, danke für die Einwände. Ich darf mit Konrad Adenauer antworten. Der hat gesagt, alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von den anderen haben wollen. Ich glaube, auch das sollte uns im Hinterkopf zumindest präsent bleiben.
Ich möchte enden mit einem Zitat, beziehungsweise mit einem Entschließungsantrag, den ich einbringe. Zitate habe ich schon gebracht. Hinsichtlich der Verschwendung. Wir haben ja große Probleme, was die steuerlichen Verschwendungstendenzen in Österreich betrifft. Ich nenne nur Skylink, ich nenne diverse Tunnelprojekte. Da versickern Millionen, Milliarden in diesem Land. Und da muss der Bürger mehr Mitsprache haben, mehr Kontrolle und mehr Einblick bekommen. Da gibt es jetzt schon die Whistleblower-Homepage beim Finanzministerium. Das ist aber aus unserer Sicht noch zu kompliziert für den Einzelnen, für den Bürger, der Wind von irgendeiner Sache bekommt. Wir wollen eine Hotline einrichten, eine Steuerverschwendungs-Hotline. Und ich darf daher schließen mit dem Entschließungsantrag. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, eine Steuerverschwendungs-Hotline einzurichten, bei der Bürgerinnen und Bürger anonym mögliche Unregelmäßigkeiten, bedenkliche Planungen etc. bzw. drohende Steuerverschwendungen aufzeigen können. Dankeschön. Parteipolitisches Kalkül stecke hinter der Vermögenssteuerdebatte, da diese Steuer keine wesentlichen Mehreinnahmen bringe, sondern im Gegenteil sogar standortschädlich im Sinne der Wirtschaft sei, argumentiert Markus Franz vom Team Stronach die Ablehnung seiner Partei. Sabine Oberhauser, Sozialsprecherin der SPÖ, ist schon am Wort. Vor ein paar Jahren, wie wir begonnen haben mit der Diskussion um die sogenannte Transparenzdatenbank. Der Herr Finanzminister hat sie heute im Rahmen oder im Begriff mit den Förderungen schon einmal in den Mund genommen. Vielmehr war die Diskussion in der Frage auch, wie viele Menschen, die Transferleistungen beziehen, ob es da nicht Doppel- und Dreifachbezüge gibt. Und ich kann mich erinnern, dass in diesen vielen Diskussionen wir, einige von uns zumindest, festgestellt haben, dass nicht so gut dokumentiert ist, wie Transferleistungen, wie die Leistungen, die arbeitende Menschen bezahlen, und dass nicht so schlecht dokumentiert ist, wie das Vermögen, das Menschen in Österreich haben. Und wenn wir uns jetzt anschauen, es ist doch gut so. Okay, Herr Präsident Kopf meint, das ist gut so, ich meine das nicht, da teilen sich unsere Meinungen. Wenn wir jetzt Piketty, der mit seinem Buch quer durch die Lande zieht, wenn man den zur Hand nimmt und schaut, dann weiß man, dass in dem Buch von Piketty nichts drinnen steht über die Vermögensverteilung in Österreich. Also Österreich ist draußen aus dem ganz einfachen Grund, weil es gibt nichts außer der Erhebung der heute viel zitierten und viel kritisierten österreichischen Nationalbank, nämlich eine Erhebung, wie viele Vermögen es in Österreich denn gibt. Und was wir noch haben, ist, dass wir sehen, und der Andi Schieder hat das bereits gesagt, dass 2014 erstmals die Einnahmen aus der Lohn- und Einkommensteuer die Umsatzsteuer überholt haben. Das heißt, was wir ganz klar merken, ist, dass die Kaufkraft der Menschen nachlässt. Was heißt das? Weniger Investitionen in die Wirtschaft, steigende Arbeitslosigkeit, wieder steigender Bedarf auch an Transferleistungen, die Österreich für Menschen, die in Arbeitslosigkeit sind, dann zu leisten hätte. Und die Frage, ob die Diskussion um eine Vermögensbesteuerung oder um eine Steuerreform jetzt angetreten wurde, um A, unseren Parteivorsitzenden den Parteitag zu retten oder B, von irgendetwas abzulenken. Also die Diskussion, wie das Ganze begonnen hat, war ein Zitat oder ein Interview des Präsidenten des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, der in einer Zeitung gesagt hat, jetzt reicht's, und es reicht den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in diesem Land. Das war vor nicht allzu langer Zeit, wo genau das den Vertretern der Arbeitnehmerschaft aufgestoßen ist, nämlich, dass die Betriebsrätinnen und Betriebsräte vor Ort verhandeln, gute Lohnerhöhungen herausverhandeln und letztendlich nichts im Taschel bleibt, weil die Lohn- und Abgabenquote eine sehr hohe ist. Das war der Beginn einer Diskussion und der Beginn einer Diskussion vom Präsidenten des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. Diese Diskussion ist laufend weitergegangen und ich möchte auch noch erinnern, dass es gerade in letzter Zeit zwei Arbeiterkammervertreter aus dem Westen waren, nämlich aus Tirol und aus Vorarlberg, es waren Heimerle und Zanger, die ganz klar gesagt haben, uns reicht's auch. Ja, uns reicht, die Lohnsteuern gehören runter. Deren Zitate waren weit heftiger als die von Vogler, der nur gemeint hat, jetzt reicht's. Der hat überhaupt in Frage gestellt, wie man überhaupt umgehen soll damit, dass jemand aus der Partei, aus der er zugehört, die Vermögensteuern blockiert. Das heißt, wir haben eine ganz breite Diskussion der Arbeitnehmerinnenschaft. Und die Arbeitnehmer wollen erstens einmal mehr im Geldbörsel haben. Und was wir wollen, ist eine seriöse Diskussion darüber, auch natürlich, wie wir es gegenfinanzieren. Und das ist keine Frage. Und zur Frage der Vermögensbesteuerung, zur Frage der Millionärsbesteuerung, glaube ich, dass es ein wesentlicher Bestandteil ist, dass die Menschen, die hier in diesem Land viel Geld haben, auch einen gerechten Anteil an dem tragen, was sie hier
bekommen. Und sie schaut nicht so aus, liebe Herr Abgeordneten von der FPÖ, wie der Herr Abgeordnete Kickl es heute versucht hat, weil die Rechnung war heute sehr amüsant, indem er versucht hat, an der Höhe der Pensionen zu sagen, wenn ich 500.000 Euro akquiriere in, weiß ich nicht, 5 Jahren, 10 Jahren, dann noch einmal 500.000 und dann zähle ich die zusammen, dann habe ich 1 Million, dann bin ich ein Millionär und dann bin ich besteuert. So schaut es nämlich nicht aus, weil wenn ich 500 und 500 in 10 Jahren zusammenlegen kann und nichts davon brauche, lebe ich von Luft und Liebe. Die Menschen würde ich gerne sehen, die das haben. Hätte er 1 Million, ist er noch immer frei. Das heißt, er zahlt noch immer gar nichts. Und hätte 1 Million und 10 Euro, dann würde er möglicherweise bis zu 1% zahlen. Das heißt, 1 Euro. Das ist die Rechnung, die wir brauchen. Das heißt, wir wollen bei Weitem nicht an die Häuslerstadtbauer. Wir wollen an die Menschen, die wirklich viel haben, an die Millionärinnen und Millionäre. Und ich möchte nicht, wie der Herr Klubobmann Lopatka mit der Zitat von Bundeskanzlern außer Dienst sozusagen enden, sondern ich zitiere viel lieber meinen Präsidenten Erich Vogler, der gesagt hat, wir wollen nicht länger zuschauen, dass 3,4 Milliarden Arbeitnehmer das ständige Nachsehen gegenüber 83.000 Millionären in diesem Land haben. In diesem Sinne werden die Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen sicher an einer Lohnsteuerreform, aber auch an der Frage einer Vermögensteuer und Erbschaftssteuer dranbleiben. Argumentiert Sabine Oberhauser, die Sozialsprecherin der SPÖ, für die Einführung einer Vermögenssteuer. Gabriele Tamandl, Budgetsprecherin der ÖVP. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen. Es ist vieles richtig, was in dieser dringlichen Anfrage zu Beginn in dem Vorspann drinnen steht, aber vieles ist natürlich auch leider nur Makulatur. Und der Herr Finanzminister hat heute ganz genau skizziert, wie der weitere Fahrplan für eine Steuerreform aussehen wird. Und das, was der Herr Kollege Hable gesagt hat, es soll weniger, einfacher und leistungsgerechter werden, das hat schon die Frau Bundesministerin Faeckter, die Vorgängerin vom Herrn Finanzminister Spindlegger, gesagt. Also ich wüsste nicht, was uns da in dieser Vorgehensweise trennt. Und wer die Experten heute gehört hat, wer in dieser Expertengruppe drinnen sitzt, dann können Sie sicher sein. Und es ist immer nur spannend, dass solche, die besonders immer die Diskussion um die Steuerreform hochziehen, die dann immer bei solchen Diskussionen nach ihrer Wortmeldung gleich einmal abziehen und sie gar nicht mehr interessieren, was die nachfolgenden Redner dann zu berichten haben. Weil wenn man bedenkt, dass beispielsweise der Herr Kollege Mumm aus Wien, der Arbeiterkammerdirektor, drinnen sitzt in der Expertenrunde, kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwelche Tabus im Nachdenken gibt, die hier besprochen werden. Ich kann nur für meine Fraktion sagen, und ich glaube, das ist besonders wichtig, dass man das noch einmal hervorhebt. Wir wollen natürlich eine Lohnsteuersenkung, wir wollen natürlich eine Tarifsenkung und einen Eingangssteuersatz mit 25%. Aber wir wollen bei der Gelegenheit auch gleich eine abgeflachte Abstufung dieses Tarifs. Weil es kann doch bitte nicht sein, dass wir zwar den Eingangssteuersatz senken, aber dann erst wieder bei 60.000 Euro brutto 50% zahlen müssen. Also ganz ehrlich, ich glaube, auch das ist nicht im Sinne des Erfinders, dass die gleich zu den Superreichen zählen. Und deshalb müssen wir auch das in Angriff nehmen. Weiters wollen wir die Familien entlasten. Und das geht mir, Frau Kollegin Oberhauser, sehr ab bei der SPÖ, dass nie davon gesprochen wird, dass Familien, die nicht so wie Paare, die keine Kinder haben und nach dem Motto Double Income, No Kids leben, sich alles leisten können und überall hinfliegen können, auch die, die vielleicht im mittleren Segment, im Einkommenssegment sind, Familien, die zusätzlich für Kinder unterhaltsverpflichtet sind, die Kinder großziehen, die für der Gesellschaft damit etwas zurückgeben, die müssen wir entlasten und die müssen künftig weniger Steuern bezahlen. Und das geht mir sehr ab von unserem Koalitionspartner. Und weiters bin ich dafür, und der Kollege Demesl wird dann noch mir sprechen, ich bin dafür, die Lohnnebenkosten kräftig zu senken, sie zu pauschalieren und zu vereinfachen, weil das schafft nämlich wirklich Arbeitsplätze. Und das können Sie mir wieder zitieren. Dafür bin ich und dafür werde ich eintreten. Da können Sie sich darauf gefasst machen, weil Arbeitsplätze schaffen muss die höchste Priorität haben. Und noch was, Herr Kollege Demesl, horchen Sie mal gut zu. Die Lohnnebenkostensenkung muss nämlich auch einen Lenkungseffekt haben. Wir brauchen Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmer. Sonst werden wir unser Ziel, dass wir ein Jahr oder über ein Jahr an das faktische Pensionsalter herankommen, nicht erreichen. Und das ist immerhin pro Jahr, das wir hier bei dem faktischen Pensionsalter ankurbeln können, 1 Milliarde Euro. Das heißt, das müssen wir angehen, das ist mir besonders wichtig. Was wir aber natürlich
Was wir aber natürlich schon brauchen, das sind Einsparungsmaßnahmen. Wenn hier jeder davon spricht, der Rechnungshof hat Vorschläge gebracht und jener hat Vorschläge gebracht und der Konvent hat Vorschläge gebracht, na glauben Sie, dass die Aufgaben- und Deregulierungskommission das Rad neu erfindet? Na, die werden auch aufsetzen auf Vorschläge des Rechnungshofes und andere Vorschläge, die vorliegen und auch der Landeshauptleutekonferenz, selbstverständlich, weil die Landeshauptleute müssen wir in dieser Frage ins Boot holen. Das heißt, ich möchte nur ganz kurz, weil ich glaube, dass die Zuseherinnen und Zuseher immer ganz verwirrt sind, wenn sich Abgeordnete und speziell auch Abgeordnete wie der Herr Kollege Hable, der noch nicht so lange im Parlament ist, herausstellen und sagen, wir haben die letzten 20 Jahre keine Steuerreform gehabt. Ich möchte da ein paar Dinge in Erinnerung rufen. Wir haben 1992 die Luxussteuer abgeschafft, zu Recht bei einem SPÖ-Finanzminister. Da hat die Umsatzsteuer auf Kraftfahrzeuge 32% betragen, haben auf 20% gesenkt, weil wir draufgekommen sind, dass alle Autos 32% Luxussteuer bei der Umsatzsteuer hatten. Wir haben 1998 den Spitzensteuersatz zu Recht unter einem SPÖ-Finanzminister von 62 auf 50% gesenkt. Wir haben im Jahr 1993 zu Recht die Vermögensteuer abgeschafft, weil man draufgekommen ist, dass es überhaupt hier keinen Freibetrag oder keinen Grundfreibetrag gab und ganz einfach so viele Menschen da davon betroffen gewesen wären schon, aber eigentlich der Verwaltungsaufwand viel zu hoch war und es nicht viel gebracht hat. Und wir haben zu Recht im Jahr 2008 die Erbschafts- und Schenkungssteuer auslaufen lassen, weil wir der Meinung sind, dass es ein hoher Wert ist, wenn Eigentum an Familie, Kindeskinder, Kinder weitergegeben werden. Dafür werden wir eintreten, dafür werden wir in dieser Expertenkommission eintreten. Und Sie können sich darauf gefasst machen, wir werden eine echte Entlastung machen. Unsere Fraktion ist für eine echte Entlastung und wir sind für Einsparungen, weil wir können nicht erkennen, wo manche Fraktionen hier in diesem Hause Einsparungen als grauslich bezeichnen. Schon Familien sparen etwas, um in Urlaub fahren zu können. Also das ist eigentlich auch ganz eine einfache Milchmädchenrechnung. Die Entlastung der Familien müsse bei der Steuerreform neben der Senkung der Lohnnebenkosten eine zentrale Rolle spielen, argumentiert Gabriele Tammandl, Budgetsprecherin der ÖVP. Diese Entlastungen müssten allerdings durch Einsparungen, nicht durch neue Steuern finanziert werden. Bernhard Temesel, FPÖ-Wirtschaftssprecher, ist schon am Wort. Zum ersten einmal zur Frau Kollegin Tammandl. Es freut mich unheimlich, dass die ÖVP das Wahlprogramm der Freiheitlichen übernommen hat. Der Herr Finanzminister hat ja bereits damit begonnen, aus unserem freiheitlichen Wahlprogramm zu zitieren und Sie haben munter weitergemacht, das freut mich. Also Sie sind lernfähig, aber Sie wissen schon, Sie werden nicht an Ihren Aussagen gemessen, sondern an der Umsetzung. Wenn wir da oben sitzen würden, hätten wir es bereits umgesetzt. Sie haben es noch nicht, Sie reden nur davon. Aber was an dieser Debatte überhaupt eine reine Augenauswischerei ist, ist wie die Debatte geführt wird, ich bin dann zu alt, wissen Sie, bis wir dann dran sind, sind wir zu alt, Sie wahrscheinlich auch. Sie werden dann diesem hohen Haus wahrscheinlich auch nicht mehr angehören. Oder wollen Sie, oder? Okay. Meine Damen und Herren, was an dieser Debatte aber eine reine Augenauswischerei ist, wie sie geführt wird. Jetzt sind sich alle Parteien in diesem hohen Haus einig, dass der Eingangssteuersatz so hoch ist, dass, wie die Frau Kollegin Tammandl gesagt hat, natürlich auch die anderen Steuerstufen abgeflacht werden müssen, die Bemessungsgrundlage für den Höchststeuersatz angehoben werden muss und so weiter. Das ist alles klar. Aber jetzt rufe ich Ihnen was in Erinnerung. Jetzt ist es genau drei Wochen her, da haben wir hier in diesem Hohen Haus ein Doppelbudget beschlossen, 2014, 2015, wo kein Wort von einer Steuerreform, kein Wort von einer Lohnsenkung, kein Wort von irgendwelchen Erleichterungen für die kleinen und mittleren Einnahmen vorgesehen waren? Nichts. Es sind gute Ansätze da, was die Lohnnebenkostensenkung betrifft, die noch zu gering ausfallen, da gebe ich Ihnen recht, da haben Sie unsere Unterstützung jederzeit. Aber jetzt wird eine Diskussion vom Zaun gebrochen und angefangen haben, dass die Arbeiterkämmerer, die Gewerkschaftsbündler und die Wirtschaftskammer hat da gleich mit eingeschlagen in diesen Tenor. Und jetzt macht die Arbeiterkammer Vorarlberg und die Arbeiterkammer Tirol, übrigens nur zu Ihrer Information, das sind dann schwarze Arbeiterkammerpräsidenten, im Rest Österreich sind sie dann rot. Und die machen jetzt mobil. Die machen den übrigens sehr sorgsam mit den Zwangsmitgliedsbeiträgen um, weil sie inserieren
fast täglich ganzzeitig in den Vorarlberger Nachrichten oder in der Tiroler Tageszeitung und fordern die Leute auf, eine Unterschriftenliste, eine Unterschrift unter ihr Programm zu setzen, zeigen wir der Regierung die rote Karte. Und da steht drin, mit ihrer Unterschrift stimmen sie für die Absenkung des Einstiegslohnsteuersatzes auf 20%, sogar mehr als die meisten Oppositionsparteien fordern, für einen sanfteren Anstieg der Grenzsteuersätze, für einen Spitzensteuersatz erst ab 84.000 Euro Jahreseinkommen, für die Abschaffung der kalten Progression, jährliche Anpassung der Steuersätze und für die Beibehaltung der steuerbegünstigten Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. Und dazu gibt es dann noch Folder, die verteilt werden. Und jetzt frage ich mich, wie gehen die Arbeiterkammerpräsidenten von Vorarlberg und Tirol mit den Zwangsmitgliedsbeiträgen ihrer Mitglieder um? Das ist doch eine Verarschung des Volkes. Das glaubt Ihnen doch niemand mehr. Die Regierung beschließt hier... Herr Abgeordneter, ich nehme das zurück. Ich nehme den Begriff zurück. Okay. Danke. Gilt für alle, die zugehört haben. Ich entschuldige mich für diesen Ausdruck, aber es sind im Prinzip eine Augenauswischerei, die seinesgleichen sucht, wenn man so vorgeht. Vor 3 Wochen in diesem Hohen Haus stimmen alle Arbeiterkämmerer der SPÖ und die Gewerkschaftsbünde der SPÖ und die Wirtschaftskämmerer der ÖVP einem Doppelbudget zu, wo kein Wort drinsteht, wie das ausschauen soll und wie die Bevölkerung erleichtert wird. Und eine Woche nach dieser Abstimmung kommt die Arbeiterkammer, der Gewerkschaftsbund und die Institutionen des Wirtschaftsbundes und fordern das. Ja, wer glaubt Ihnen das noch? Das nimmt Ihnen ja keiner mehr ab. Ich muss dem Herrn Bundesminister ein Lob aussprechen. Er sagt wenigstens klar, dass es für ihn nicht ausgeht. Aber ich würde mich jetzt interessieren, was die Frau Staatssekretärin Stessel sagt. Es gibt ja im Bundesministerium für sich schon 2 Meinungen. Im Bundesministerium sitzt ein Bundesminister und ein schwarzer und eine rote Staatssekretärin. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen sogar im Ministerium. Und Frau Kollegin Oberhauser, Sie müssen mir nicht erklären, wie das Modell von Herbert Kickl ausschaut. Das kenne ich. Aber ich wäre gespannt, wie Ihres aussieht. Und wenn die Frau Stessel ist jetzt nicht mehr da, ich weiß nicht, vielleicht ist sie Wolf ZIP 2 geschädigt, das kann ich nicht beurteilen. Aber sie hat beim Armin Wolf in der ZIP 2 mit keinem Wort erwähnt, wie ihr Steuermodell ausschauen soll, wie hoch die Belastung der Millionäre ist, ab wann das greift, ob vielleicht bei Betrieben die Betriebsanlagen mit eingerechnet werden. Weil es ist ein Unterschied, ob Sie ein 3-Personen-Unternehmen, die nur Dienstleistung betreiben und vielleicht drei Büros haben, übergeben oder ob Sie vielleicht einen Betrieb übergeben, der in der Produktion tätig ist und Maschinen hat und so weiter. Das haben Sie alles nicht gesagt. Sie stellen hier eine Reichendebatte in den Raum und brechen sie vom Zaun. Nichts anderes, um eine Neiddebatte zu schüren und sind nicht in der Lage, ein konkretes Modell vorzulegen, mit dem man sich auch befassen kann. Und ich sage Ihnen eins, wir haben heute einen Antrag eingebracht, der ein erster Schritt zu der Forderung der Arbeiterkammer, des Gewerkschaftsbundes und der Wirtschaftskammer wäre. Und zu dieser Abstimmung wird es eine namentliche Abstimmung geben. Und dann bin ich gespannt, wie die Arbeiterkämmerer, die Gewerkschaftsbündler und die Wirtschaftsbündler darauf reagieren. Und wenn Sie diesen Antrag ablehnen, dann zeigt das ganz klar der Bevölkerung auf, dass es eine reine Augenauswischerei ist, um von wichtigeren Themen abzulenken. Der Eingangssteuersatz sei zu hoch und die Bemessungsgrundlage für den Spitzensteuersatz müsse angehoben werden, fordert der Wirtschaftssprecher der FPÖ, Bernhard Themesel. Zudem kritisiert er in der Vermögenssteuerdebatte das Fehlen eines konkreten Modells. Bruno Rossmann, Budgetsprecher der Grünen, ist der nächste Redner. Danke, Herr Präsident, Herr Staatssekretär, Hohes Haus. Wenn ich zurückschaue in die Liste der Finanzminister von der ÖVP, so hat es vor Maria Fekter schon jemanden gegeben, Frau Kollegin, der in einer großen Rede an die Nation 2009 im Oktober formuliert hat, das Steuersystem der Zukunft muss Leistungsträger entlasten, muss einfach sein, muss gerecht sein und muss transparent sein. Eine große Steuerreform, die diese Attribute verdient, hat es seither nicht gegeben. Was es aber gibt in Österreich, es war übrigens Josef Bröll, ja, das muss ich noch ergänzen. Ja. Was es aber gibt, ist die Tatsache, und das schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten, dass Österreich, was den Faktor Arbeit anlangt, ein Hochsteuerland ist. Und was den Faktor Vermögen und die Besteuerung von Vermögen anlangt, ein Steuerparadies. Das belegen uns die Zahlen der Statistik der internationalen Organisationen.
Ja, Kollege, da brauchen Sie gar nicht den Kopf schütteln. Da brauchen Sie nur mal in die Steuerstatistiken der OECD hineinschauen. Da werden Sie das sehen. Oder schauen Sie hinein in die letzte Empfehlung der Europäischen Kommission im Zusammenhang mit den nationalen Reformprogrammen. Da empfiehlt uns die Europäische Kommission eine Entlastung der unteren und mittleren Einkommen, ja, durch Gegenfinanzierung von vermögensbezogenen Abgaben. Und sie nennt in diesem Zusammenhang explizit zum Beispiel Immobiliensteuern. Also da ist schon was drin und das muss man ernst nehmen, weil diese Empfehlung ja nicht das erste Mal an Österreich ergangen ist. Das war ja auch im Vorjahr schon so. Nur wird das von der ÖVP regelmäßig ignoriert, ebenso natürlich wie von der SPÖ, die immer von der Besteuerung von Vermögen und der Entlastung von Arbeit redet, aber das in Wirklichkeit nicht durchsetzt. Es ist daher, und da sprechen eine Reihe von Gründen dafür, hoch an der Zeit, die Steuern für die unteren und mittleren Einkommen in diesem Lande zu entlasten. Kalte Progression. Taxing Wages zeigt. Die Belastung des durchschnittlichen Arbeiters ist gestiegen von 47 auf 49%. Auch das zeigt, Steuern auf Arbeit müssen hinunter. Und möglichst rasch, nicht erst 2016, nein, 2015. Und daher bringe ich in diesem Zusammenhang einen Entschließungsantrag ein. Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Finanzen, wird aufgefordert, dem Nationalrat bis Ende September 2014 einen Gesetzesvorschlag vorzulegen, der zur Entlastung des Faktors Arbeit den Eingangssteuersatz in der Lohn- und Einkommensteuer in Richtung 25% senkt. Und wenn ich das sage, dann meine ich aber nicht nur eine Steuerentlastung, die finanziert wird auf dem, was Finanzminister Spindelegger durch Strukturreformen auf der Ausgabenseite bezeichnet. Denn wenn ich warte auf eine Reform der föderalen Strukturen, wenn ich warte auf eine Reform der Verwaltung, wenn ich auf eine Förderreform warte, dann warte ich mit dieser Steuerentlastung noch ins Jahr hinein bis 2017, möglicherweise sogar 2018. Und wenn der Herr Finanzminister gestern in der ZIB 2 gesagt hat, dass eine Gegenfinanzierung durch Vermögensteuern eine Schwindelpolitik sei, na, da behaupte ich das glatte Gegenteil. Das, was der Herr Finanzminister mit seinen Vorschlägen will, nämlich eine Finanzierung und ehrliche Entlastung, wie er selber sagt, im Jahr 2016 durch die von ihm vorgeschlagenen Reformen, dann ist das eine Schwindelpolitik, das deshalb, weil sich diese Maßnahmen innerhalb von kurzer Frist erstens nicht umsetzen lassen, zweitens mittelfristig wirken, bestenfalls, und drittens wir seit Jahrzehnten auf eine Reform der föderalen Strukturen in diesem Land warten. Und die Förderreform hat er doch vor kurzem abgesagt. Die Förderpyramide ist doch eingesackt worden in Wirklichkeit. Das ist die wahre Schwindelpolitik, nicht eine Gegenfinanzierung durch Vermögenssteuern. Und wenn Sie sagen und Ihr Finanzminister und die Vorgänger gesagt haben, Sie wollen ein gerechtes Steuersystem, mehr Gerechtigkeit im Steuersystem haben, dann erinnern Sie sich mal an die Wurzeln der ÖVP beispielsweise. Sie kommen ja, oder viele von Ihnen sind vielleicht noch der katholischen Soziallehre verpflichtet. Da war es ja ganz selbstverständlich sozusagen, dass man in Kategorien wie Vermögensbesteuerungen gedacht hat. Oder es war aber auch bis in die späten 1970er Jahre hinein selbstverständlich, dass es in Österreich einen sehr breiten politischen, aber auch in der Ökonomie und von Ökonomen und Finanzwissenschaftlern getragenen Konsens gab, der sagt, Vermögensbesteuerung ist ein fixer Bestandteil eines Steuer- und Abgabensystems. Und von dem kann und darf man sich schlicht und einfach nicht verabschieden. Man muss ja dann mal fragen, naja, wie schaut denn der Gerechtigkeitsbegriff aus? Und da müssen wir, was Steuern anlangt, da nicht den Thomas von Aquin, vergessen wir Thomas von Aquin, gehen wir vielleicht zurück zu Aristoteles, da können wir schon viel weiter zurückschauen in die Geschichte der Philosophie. Ja, in sein fünftes Buch der Nikomachischen Ethik. Dort hat er nämlich das Prinzip der Gerechtigkeit als eine der obersten Vorzüge des Charakters beschrieben. Und dessen sollte man sich auch im Zusammenhang mit einer Steuerreform wirklich auch einmal wieder besinnen. Wer Gerechtigkeit haben will, kann die Augen vor einer höheren Besteuerung von Vermögen nicht verschließen. Das gilt insbesondere
für eine Finanzierung einer Steuerentlastung durch eine Erbschaftssteuer. Und wenn Sie sich, Frau Kollegin Nachbar, hier herausstellen und sagen, mein Gott, eine Erbschaftssteuer wäre eine Doppelbesteuerung. Das ist ein Unfug. Der Übergang vom Vermögen auf den Erben oder auf den, der beschenkt wird, wird zum ersten Mal beim Übergang besteuert. Da wird vorher gar nichts besteuert, Frau Kollegin. Nehmen wir das einmal zur Kenntnis. Oder wenn Sie sagen und sich dabei anlehnen an den Herrn Kapsch von der Industriellen Vereinigung, Vermögensteuern würden Arbeitsplätze vernichten. Das ist ein Unfug. Die Europäische Kommission sagt, wie auch die OECD und der Internationale Währungsfonds, Vermögensteuern gehören zu den wachstumsunschädlichsten Steuern. Es kann daher nicht stimmen, dass diese Steuern die Arbeitsplätze vernichten. Es kann daher auch, Frau Kollegin Nachbauer, nicht stimmen, dass Vermögensteuern den Standort Österreich gefährden würden. Ganz im Gegenteil, eine Steuerentlastung, die den Namen verdient, nämlich die kleinen und unteren Einkommen entlastet, wirkt als Wachstumsfaktor und nicht das, was Sie sagen. Das halte ich wirklich für einen Unfug. Genauso wie es ein Mythos ist, zu behaupten, dass die Entlastung der Leistungsträger, und das tun Sie ja auch, quasi alles automatisch in die Wege leiten würde. Ich meine, ich kenne doch diese Debatte. Das ist eine immer wiederkehrende Debatte, eine unendliche Geschichte, die von Generationen von konservativen und liberalen Politikern erzählt wird. Alles wird gut, wenn wir nur die Steuern für die Leistungsträger senken würden. Und wer sind die Leistungsträger? In Ihren Augen, nicht in meinen Augen, in Ihren Augen sind das die gut Ausgebildeten und die Leistungsfähigen. Und wäre nur die Steuerlastung, lass uns mir die Geschichte fertig erzählen, und wäre nur die Steuerbelastung niedriger, dann würden Sie Ihr Bestes geben, weil dann würden Sie eben mehr Leistung erbringen, als Sie jetzt erbringen, wo die Steuerlast zu hoch ist. Und daher verfallen sozusagen konservative Politiker immer wieder dieser Versuchung, die Leistungsträger, sprich die Oberen, in Wirklichkeit zu entlasten, auf die Unteren zu vergessen, in der Meinung, dass wenn man dies tut, das wirklich von selber laufen würde und die Wirtschaft sich selbst in Gang bringen würde und florieren würde. Das ist wirklich ein Mythos. Und die Geschichte geht deshalb weiter, weil natürlich der Staat als Leviathan betrachtet wird, als böser Leviathan, der dem Staatsbürger immer zu hohe Lasten aufbürdet. Und daher geht diese Geschichte immer weiter, und Sie fordern immer wieder, dass die Leistungsträger weniger Steuern zahlen sollen, mit dem Argument, dass sie ja auch tatsächlich die Leistung in dem Land bringen. Aber dann müssen Sie mir eines einmal erklären, Frau Kollegin Nachbauer, aber auch Sie, meine Damen und Herren von der ÖVP, wie kann es das sein, dass für gleiche Leistungen in Österreich und anderswo unterschiedliche Entlohnungen bezahlt werden? Ja, worauf ist denn das zurückzuführen? Und mit dem Mythos Leistungsträger, der dieser ganzen Steuerreformdebatte auf konservativer und liberaler Seite innen wohnt, schwindeln Sie sich in Wirklichkeit an der Verteilungsfrage vorbei. Aber, ich fasse zusammen, es kann und wird keine Steuerentlastung im nächsten Jahr oder auch nicht im übernächsten Jahr geben, wenn nicht die Besteuerung von Vermögen in der einen oder anderen Form einen substanziellen Beitrag zu deren Finanzierung leisten wird. Vielen Dank. Eine Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen sei höchst an der Zeit, argumentiert Bruno Rossmann, Budgetsprecher der Grünen, und fordert eine Steuerreform schon 2015. Diese dürfte allerdings nicht nur durch Einsparungen im Zuge von Verwaltungs- und Strukturreformen finanziert werden, sondern müsse auch durch Vermögenssteuern finanziert sein. Gerald Lorca, Sozialsprecher der NEOS, ist schon am Wort. Politik lobt, dann muss sie weit in der Geschichte zurückgreifen zur Abschaffung des 62-prozentigen Spitzensteuersatzes. Da war ich noch im Gymnasium, das war irgendwann Ende der 80er Jahre. Ist länger zurück. Ja. Ich bin ja in der Personalverrechnung tätig, ich weiß schon, wie hoch die Prozentsätze sind. Den Luxussteuersatz, ja, das war irgendwann Anfang der 90er Jahre bei der Umsatzsteuer. Und die Erbschaftssteuer, die haben sie nicht abgeschafft, sondern da hat ihnen der Verfassungsgerichtshof einen Gefallen getan, den ich durchaus auch begrüße. Aber das war nicht das Verdienst der ÖVP, das muss man schon mal ganz deutlich sagen. Und
Und Sie haben es nicht wieder eingeführt. Ja, super, ja, ganz großartig. Und jetzt wird auf der anderen Seite nach Vermögensteuern, Erbschaftssteuern, Reichensteuern, Millionärsteuern gerufen, nach der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Und natürlich kann man jederzeit trefflich diskutieren, welches die richtige Steuer ist und welche die richtigen Leute trifft. Aber es wurde hier schon korrekterweise gesagt, wir müssen mal schauen, wovon wir ausgehen. In dieser Republik werden die Bürgerinnen und Bürger schon nach allen Regeln der Kunst geschröpft. Und jetzt dann noch was Neues zu erfinden, halte ich für verfehlt. Wir müssen uns auch einmal anschauen, in welchem Tempo die Staatseinnahmen nämlich wachsen. In den letzten 10 Jahren sind die Lohnsteuereinnahmen um mehr als die Hälfte gestiegen, die Umsatzsteuereinnahmen um mehr als 40% und in dem Zeitraum ist die Inflation irgendwo bei 23% gelegen. Der Staat hat also kein Einnahmenproblem. Die sprudeln freudig vor sich hin. Ja, jeder Finanzminister kann sich freuen, weil da kommt das Geld nur so daher. Nur die Frage ist, wofür geben wir das Geld aus? Ja, es wurde heute schon gesagt, die Zuschüsse ins Sozialversicherungspensionssystem und die Beamtenpensionen miteinander verschlingen jetzt 24% der Ausgaben. Bis zum Ende dieser Legislaturperiode, die Sie fürchte ich durchhalten werden, werden es 28% sein, wenn man Ihren geschönten Zahlen glaubt. Das heißt, ein immer größerer Anteil des hereinströmenden Geldes geht für Dinge aus, die wir den Bürgern schon fix zugesagt haben, wo man nichts mehr machen kann. Damit fällt der Spielraum weg, dort wo politischer Gestaltungsspielraum und Handlungsspielraum notwendig wäre. Der Gesamtaufwand für Zahlungen der Republik in diese beiden Pensionstöpfe, gesetzliche Pensionen und Beamtenpensionen, steigt allein in dieser Legislaturperiode um ein Fünftel, wenn man ihren optimistischen Annahmen glauben darf. Das heißt, egal wofür sich jetzt die Bundesregierung entscheidet, mit keiner Vermögenssteuer, mit keiner Erbschaftssteuer, mit keiner Reichensteuer, mit keiner anderen kreativen Methode, wie sie die Zitrone Steuerzahler noch weiter auspressen, wird dieses Ausgabenloch sich stopfen lassen. Allein die Ausgabensteigerung in den beiden Pensionsbereichen wird in dieser Legislaturperiode 4 Milliarden Euro ausmachen. Keines der Konzepte, das vorgelegt worden ist für Vermögensreichen und sonstigen Steuern, bringt das Volumen von 4 Milliarden Euro zusammen. Ja, und keine dieser Steuerideen, auch wenn sie konkreter sind als die von der Staatssekretärin Stessel. Es wurde schon von der Kollegin, von der Klubobfrau Klawischnik gesagt, man solle Empfehlungen der EU-Kommission und der OECD berücksichtigen. Ja, das sagen wir auch. Es gehört das Frauenpensionsalter vorzeitig angehoben. Es gehört das Pensionsalter an die Lebenserwartung gekoppelt. Das sind Beispiele, wie man die Ausgaben einbremsen kann. Wir haben ein Konzept vorgelegt, wie man die Ausgaben in ihrem Wachstum einbremsen kann. Eco Austria hat das für uns durchgerechnet. Wenn man das umsetzt, kann man schon 2015 eine Steuersenkung von 3,5 Milliarden möglich machen, ohne zusätzliche Schulden und ohne die österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zusätzlich zu schröpfen. So ein Zugang kommt allerdings in der Gedankenwelt dieser Regierungsparteien gar nicht vor. Da wird die Zitrone namens steuerzahlende Bürger lieber weiter ausgepresst bis zum Gehtnichtmehr. Aber ich sage Ihnen eines, das ist nicht notwendig. Die Zitrone ist schon sauer. In den letzten 10 Jahren seien die Lohnsteuereinnahmen um mehr als 50% und die Umsatzsteuern um mehr als 40% gestiegen, so Gerald Luhacker, Sozialsprecher der NEOS. Bei derart gestiegenen Einnahmen müsse man sich vermehrt die Ausgabenseite des Staates, beispielsweise im Pensionsbereich, ansehen, fordert er. Rufen Ertelschweiger, Team Stronach ist schon am Wort. Vor den Fernsehapparaten. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll, aber im Moment, wir reden immer über das Gleiche, nur tut es leider nichts. Und das Problem ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie sich einmal draußen bei den Menschen bewegen würden, dann wissen Sie, dass der österreichische Häuselbauer zum Beispiel jetzt schwitzt. Aber nicht wegen der tropischen Temperaturen, sondern wegen der unglaublichen Steuerbelastung, die er zu stemmen hat. Es ist leider ein Faktum, auch für Sie, Frau Kollegin Moser, dass im Moment vom Salär halt relativ wenig übrig bleibt fürs Baubörserl, für die Baustelle. Und wer nicht selber etwas machen kann oder Hand anlegen kann auf der Baustelle, der wird künftig ein Problem haben mit Eigenheim, der wird sich nichts leisten können. Aber das war ja nicht immer so. Denken Sie doch zurück, als meine Eltern damals gebaut haben in den 70er, in den 80er Jahren,
war es doch so, dass ein Einfamilienhaus rund 1,5 Millionen Schilling in alter Währung gekostet hat. Häuser, die damals 5 Millionen Schilling gekostet haben, von denen haben wir Kinder gesprochen, das waren Villen in unserer Wahrnehmung. Und schauen Sie doch bitte, Sie, Frau Moser, Sie haben die Möglichkeit, dass Sie nachher hervorgehen, Sie brauchen nicht immer dazwischen sprechen, auch wenn Sie Lehrerin sind. Und heute kostet alleine der Rohbau 100.000 Euro. Ein Dichtbetonkeller ist nicht unter 50.000 Euro zu bekommen. Und wenn man nicht gerade in der Pampa wohnt, dann muss man auch für den Baugrund ein schönes Sümpchen hinlegen. Da steht aber noch lange kein Haus oben, meine Damen und Herren. Da ist noch lange kein Haus oben auf dem Baugrund. Alles in allem kann man rechnen für ein Eigenheim 300.000 Euro aufwärts. Und das sind schlappe 4 Millionen Schilling in alter Währung. Und da frage ich mich, wer soll sich denn das heutzutage noch leisten können? Welcher Durchschnittsverdiener soll sich ein Haus oder eine Eigentumswohnung leisten können? Wer soll es sich leisten können, wenn er sich einen Kredit nimmt und sich bis zum Lebensende verschuldet, vorausgesetzt, er kriegt überhaupt einen Kredit von der Bank, ist er sowieso schon der Zug abgefahren. Früher hat ein Facharbeiter oder ein Lehrer die Möglichkeit gehabt, sich ein Eigenheim zu realisieren, eine Wohnung zu kaufen, ist in Urlaub gefahren, die Frau hat den Luxus gehabt und hat zu Hause bei den Kindern sogar mit die Kindererziehung übernehmen können oder die Kinderbetreuung. Und heutzutage, das ist ja alles, wir reden ja, ich weiß nicht, wovon wir sprechen, das ist alles nicht mehr realistisch. Schauen Sie sich an die Realität, wenn Sie draußen mit den Menschen sprechen. Wir haben einen Eingangssteuersatz von 36,5% und sprechen die ganze Zeit, dass wir senken müssen, senken müssen, senken müssen. Nur es tut sich nichts. Senken wir ihn doch auf, wie unsere Klubber Frau Dr. Nachbar gesagt hat, auf 21,5% und entlasten die arbeitende Bevölkerung in diesem Land. Die können noch so fleißig arbeiten. Die Menschen in diesem Land können noch so fleißig arbeiten. Es bleibt unterm Strich zu wenig netto vom Brutto über. Wir müssen die Steuern endlich senken und den Menschen wieder eine Luft zum Atmen lassen. Das ist unsere Verantwortung hier. Nicht immer nur reden und schönreden, sondern tun, handeln. Rot, schwarz, alle zusammen bitte. Das ist doch unsere Verantwortung auch als Politiker. Oder glauben Sie, warum viele Menschen jetzt den Handwerker, den Elektriker, einen Fliesenleger schwarz bezahlen und so die Schattenwirtschaft ankurbeln? Nicht, weil sie unbedingt wollen, sondern weil sie eine offizielle Rechnung gar nicht leisten können. Das ist eine Realität. Und da ist auch der gut gemeinte Handwerkerbonus ist sehr schön, nur der macht das gerade auch nicht fett. Wir müssen die Krankheit bekämpfen und nicht die Symptome. Und der Kollege Fuchs von der FPÖ hat heute schon richtig gesagt, mit dem neuen Budget, mit dem Doppelbudget, das wir beschlossen haben, sind erstmals die Lohnsteuerabgaben höher als die Erlöse aus der Umsatzsteuer. Und de facto leben wir von der Substanz. Wir leben von der Substanz. Die Wirtschaft als Einnahmequelle für den Staat ist an die zweite Stelle gerückt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da kommt man ins Schwitzen. Alleine wenn man sich das überlegt, wird mir nicht nur heiß wegen der Temperaturen und da fange ich zum Schwitzen an. Das ist die Politik, in diese Richtung gehen wir im Moment. Und wenn wir da nicht gegensteuern und endlich mit dem Schwätzen und mit dem Reden aufhören und konkrete Maßnahmen beschließen, werden wir längerfristig ein Problem haben. Dankeschön. Argumentiert Rufen Ertelschweiger vom Team Stronach. Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist Christoph Matzenetter von der SPÖ. Herr Präsident, Herr Staatssekretär, Hohes Haus, der Kollege Ertelschweiger, danke für den Beitrag, wo Sie darauf hingewiesen haben, dass maximal die reichen Villen, damals die 4 Millionen Schilling, heute wohl immer unter 1 Million Euro liegen. Also wir mit 1 Million Euro wohl nicht den kleinen Häuselbauer treffen können, denn der kann sich, wie Sie richtig sagen, es nicht leisten. Fragt sich, wie gibt sich diese Front an Gegnern in diesem Bereich? Und ich bin ja dankbar, dass die Frau Klubob, Frau Dr. Nachbauer jetzt da ist. Ich weiß schon, jeder 20. Wählerinnen und Wähler haben einen Milliardär gewählt bei dieser Nationalratswahl. Aber Sie haben sich vielleicht erhofft, dass man im Verhältnis auch der eigenen Karriere dahinter nicht blanker Opportunismus und Eigennutz steht, sondern sich erwartet, dass sich was ändert. Diese Vorschläge, so wie Sie sie nur machen, heißen keine Änderung. Bei der letzten Sitzung stellen Sie sich daher und wollen mir unterstellen, dass ich eine frauenfeindliche Position habe. Aber Sie stellen sich hierher, machen eine dringliche Anfrage mit den Steuersätzen, die für Sie und der Abgeordnete Schieder hat sie dann vorgelegt, Sie waren noch nicht im Saal, für Ihren Bezug als Clubobfrau genau bedeutet von 22.100 Euro Entlastung, während der durchschnittliche Medianeigentümer
ein Einkommensbezieher mit 2.400 Euro brutto im Jahr gerade mal 1.760 Euro Erstattung hätte. Das heißt, Sie unterschreiben als Clubobfrau, gehen als Erste hier hinaus, um sich im Monat mehr ersparen zu wollen bei der eigenen Lohnsteuer, als Sie dem Medianeinkommen zukommen lassen, bei einer Frauenschere, wo wir Einkünfte haben, dass die Mehrzahl der Frauen eine Schere haben, die noch jedes Jahr leider größer wird, sodass 75% aller Frauen noch weitaus unter dem Betrag liegen. Das heißt, Sie wollen denen zumuten, gar nichts zu bekommen bis 1200 Euro, beim doppelten Bezug brutto 2400 gerade mal 143 im Monat, aber locker Hals am Modell vorlegen, wo man im eigenen Einkommensbereich dann die Tasche groß aufmacht und dann 22.100 einsteckt. Wie kann man so eine Art Politik machen? Ich verstehe es nicht. Verzichten wir doch endlich einmal die Elite in dem Land, permanent nur die eigenen Vorteile zu sehen. Und dann hat, und das muss ich aber der Opposition sagen, ein Bruno Rossmann dann recht in seiner Argumentation. Vollkommen recht. Und es ist in diesem Lande leider so, dass uns der Anstand wie in Amerika, wo sich die Millionäre zusammentun und sagen, das geht nicht mehr, die Ungleichheit der Gesellschaft. Wir wollen wesentliche Bestandteile unseres Vermögens abgeben, weil am Ende zerbricht uns ein Modell. Und dann sollten Sie nicht mit solchen Vorschlägen, auch nicht getarnt in dringlichen Anfragen kommen, sondern sich lieber überlegen, wie Sie uns unterstützen, auch die Überzeugungsarbeit beim Koalitionspartner zu machen, um gleich die Steuersenkung zu machen, möglichst früh sie zu machen und nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben. Sollten uns, helfen Sie uns zu sagen, ja, wenn ich auch nur ein halbes Prozent, 1% Vermögensteuer, bleiben wir ein Beispiel, mit 1 Million Freibetrag nehme, nehmen wir 1%. Wie wenig ist denn das bei einem Nettovermögen von 2 Millionen? Klar gibt es Personen in Österreich, bei denen dann vielleicht 80.000 oder 100.000 überweisen müssen. Aber für die sind 100.000 Euro deutlich weniger als der heutige Nachmittagseinkauf unserer Zuseherinnen und Zuseher, die dort im Supermarkt auch sich schon schwer tun, die 100 Euro zu zahlen. Und daher bitte ich Sie um eine Kurskorrektur. Drehen Sie es um, unterstützen Sie uns und wenn wir Mehrheit hier haben, können wir die Strukturreform auch machen. Zweiter Teil, Registrierkasse, weil es auch von dem aus Ihrer Seite kam. Nehmen Sie sich ein Beispiel am Bau Fair der Wirtschaftskammer. Dort hat er die Innung erkannt, mit dem Verteidigen von schwarzen Schafen schaden wir der Marktwirtschaft und unseren eigenen Betrieben. Und die haben gemeinsam mit sogar der Gewerkschaft als Sozialpartner gesagt, strenge Verfolgung jener, die schwarz machen. Weil es ist eine Störung der Marktwirtschaft, wenn ein Unternehmen schwarz macht und das Konkurrenzunternehmen dann nicht mehr den Auftrag bekommt. Und das gilt für jeden anderen auch. Je mehr wir für Ordnung sorgen, keine Steuerhinterziehung, keine Toleranz mit denen, die das machen, stärken wir die Marktwirtschaft und stärken wir jene Betriebe, die ehrlich die Steuern abführen. Und das ist eine Chance, die wir uns nicht entgehen lassen sollten, weil dieses Geld ist eins, das wir bestens zurückgeben können. Lohnnebenkosten. Ich meine, tun wir uns doch nichts vor. Wir wollen das alle senken. Da gibt es keinen einzigen Abgeordneten, der sagt, ich will sie nicht senken. Aber wir müssen dann einmal in konkret werden, wie wir sowas tun. Und wer sagt, wir warten darauf, bis wir den Staat so dezimiert haben, dass Geld da ist, das wird nicht funktionieren. Denn wie der vorletzte Kollege gesagt hat, ist in die Pensionen gegangen. Ja, dann soll er wer sagen, was wollt ihr kürzen? Die Schule gleich, jetzt in einer Sekunde, die Pensionen kürzen, das aussprechen, Krankenhäuser zusperren, sagen. Wenn man es andere will, und da haben mehrere schon gesagt, wird man mittelfristig Erfolge haben. Strukturreformen, Effizienz, mag alles sein. Nur darauf können wir nicht warten. Und bei den Lohnnebenkosten ging es ganz einfach. Würden nicht nur die Lohnsumme von der Lohnsumme genommen werden, das Geld, sondern wir eine Wertschöpfungsabgabe nehmen, könnte man den DB, Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds, von 4,5 auf 3 senken. Und dann muss auch jeder Vermieter, der guten Gewinn macht, Beitrag zahlen. Warum nicht? Der kriegt ja auch seine Frau Kindergeld und seine Kinderfamilienbeihilfe. Auch jeder landwirtschaftliche Betrieb, schau es mal an, kann einmal einen Beitrag leisten, wenn die Kinder, auch der Landwirte, selbstverständlich eine Studienbeihilfe bekommen oder freie Schulbücher bekommen. Und da bitte ich darüber nachzudenken, wenn wir solche Reformen machen, die könnten wir alle 6 Fraktionen machen. Ich würde mir es wünschen, weil es würde der Wirtschaft wirklich gut tun. Vielen Dank. Für die Zustimmung der Opposition zu einer Vermögenssteuer von 1% bei einem Freibetrag von 1 Million Euro wirbt Christoph Matzenetter von der SPÖ. Werner Greuß, ÖVP, ist der nächste Redner. Hohes Haus, liebe Steuerzahlerinnen, lieber Steuerzahler.
Wir lesen im Regierungsprogramm, dass es eine Steuerreform geben soll. Ja, mehr sogar. Wir lesen darin, dass es zu einer Neukodifizierung kommen soll. Und was heißt das? Das heißt eine Neuordnung der Ertragssteuern. Von diesem Punkt habe ich jetzt heute bei dieser Diskussion kaum was gehört. Aber Steuern sind nicht Selbstzweck. Steuern dienen einem größeren Ganzen. Und was ist das größere Ziel, das wir uns vorgenommen haben? Keine neuen Schulden, ausgeglichenes Budget, daher Reformen im Ausgabenbereich, um einen Spielraum für eine Steuerreform zu schaffen und die Abgabenquote nachhaltig zu senken. Die Opposition, aber auch die SPÖ fordert Steuerreformen gleich und sofort. Und was kann man darunter verstehen? Wenn wir uns hier nicht der Diskussion einer Steuerstrukturreform stellen, kann das maximal eine Steuertarifreform sein und gegenfinanzieren durch neue Steuern. Mit neuen Steuern erreichen wir ein Ziel mit Sicherheit nicht. Wir werden Sicherheit nicht die Abgabenquote senken, sondern wir erhöhen die Umverteilung. Und wo liegen wir bei der Umverteilung? Hier sind wir bereits Weltmeister. Das heißt, hier haben wir keinen weiteren Bedarf. Daher ist das Ziel eine Steuerstrukturreform und keine Steuertarifreform. Wie kann so etwas aussehen? Ein Beispiel. Wir könnten uns vorstellen, eine Unternehmersteuer einzuführen, dass die Gewinne bei den Unternehmen versteuert werden. Wir brauchen keine 5 verschiedenen Gewinnermittlungsarten, wir brauchen keine 7 Einkunftsarten, die jeweils mit unterschiedlichen Ausnahmen ausgestattet sind. Wir wollen eine gemeinsame Gewinnerzielung haben und danach den Gewinn mit einem geringen Steuersatz, unabhängig der Rechtsform, besteuern. Denn wenn das Geld im Unternehmen bleibt, regen wir Investitionen an, schaffen Arbeitsplätze und damit regen wir das Steuersystem wieder an. Daneben muss es natürlich ein Privatsteuersystem geben, wo hier die Einkommensteuer auf Arbeit, aber auch die Entnahmen besteuert werden. Und hier gibt es dann keine Klassenkämpfe mehr, weil das wird gleich behandelt, ob du Unternehmer bist oder ob du Angestellter bist. Denn das Geld, was für das Persönliche zur Verfügung steht, wird gleich untergestellt. Wir können aber auch Akzente setzen mit so einer Steuerstrukturreform. Akzente setzen für die Familie, Akzente setzen für irgendwelche Wirtschaftswachstum, für die Wohnbauförderung, aber auch im Rahmen der Pflege könnten wir Akzente setzen. All diese Vorschläge und viele andere werden von unseren Experten diskutiert, mit uns verhandelt und wir können dann sagen, wollen wir unser Steuersystem in Zukunft aussehen lassen. Wir haben die historische Chance, jeder dieser Abgeordneten, unserer Abgeordneten, jeder, der hier im Saal sitzt, möchte eine Steuerreform, diskutieren wir sie. Schaffen wir eine Neukodifizierung des Ertragssteuerrechts und machen das nicht auf die Schnelle. Denn wer heute schreit, wir brauchen sofort eine Steuerreform, bei denen geht es Zeit vor Inhalt. Und Kollege Huber, daher kann man auch nicht sagen, ich brauche sofort eine Steuerreform, sondern die gehört dementsprechend ausgearbeitet. Und wir wollen eine Steuerstrukturreform, keine Steuertarifreform. Noch ein paar Worte zur Vermögensteuer. Wie ich in meinen Beruf eingestiegen bin als junger Steuerberater, Berufsanwärter, durfte ich noch die Vermögensteuern machen. Es war ein äußerst kompliziertes System. Es war mindestens so viel Arbeit, wie die Ertragssteuern des Unternehmens zu berechnen. Und das heißt im Prinzip, unser Ziel einer Verwaltungsvereinfachung, einer Bürgerfreundlichkeit, sind wir weit entfernt. Eine Vermögensteuer heißt aber auch immer, dass es eine Selbstberechnungssteuer sein muss. Das heißt, der Bürger ist selbst verantwortlich dafür, dass er weiß, wann überschreite ich eine Grenze, dass ich hier reinkomme. Und gerade hier verstehe ich nicht, dass hier viele Leute sagen, okay, das ist jedem Bürger zumutbar. Bei Kleinigkeiten haben wir immer wieder das Problem, dass es hier heißt, nein, der kleine Bürger ist Verbraucher, den müssen wir schützen. Wem schützt der, wo wird dieser Verbrauchersteuer vom Staat geschützt? Das heißt, wenn hier ein Fehler gemacht wird und der Fehler ist immanent in diesem System drin, ist der Weg zum Finanzstrafgesetz relativ rasch da. Das heißt, jeder Einzelne wird einen Steuerberater brauchen, um hier zu berechnen, ab wann bin ich in der Vermögensteuer, ja oder nein. Ich glaube, das kann nicht Ziel dieser Reform sein.
Ich schließe mit einem Zitat. Wenn man will, dass es die Wirtschaft schlecht geht, dann ist die Vermögensteuer eine gute Idee. Zitat Androsch im Format 2007. Ich bitte daher, dementsprechend Steuerreformen in diese Richtung zu machen. Argumentiert Werner Greuß von der ÖVP. Als nächster Redner am Wort ist Elmar Podgorschek, Budgetsprecher der FPÖ. Herr Präsident, Herr Staatssekretär, ich habe sehr aufmerksam heute dem Finanzminister zugehört und kann durchaus vielen Zielen, die er angesprochen hat, Folge leisten und es nachvollziehen. Muss aber ganz ehrlich sagen, ich sehe wohl den Willen, aber mir fehlt leider der Glaube. Was die Sozialdemokratie anbelangt und ihre Argumente, kann ich nur eines sagen. Das Beispiel Frankreich zeigt, ja, mit Klassenkampf ist eine Volkswirtschaft nicht zu sanieren. Und die französische Bevölkerung hat ja unlängst bei der EU-Wahl gerade den Sozialdemokraten nicht nur die gelbe, sondern die rote Karte gezeigt. Es ist für uns Politiker, glaube ich, erste Priorität, dass wir dafür sorgen, dass den Menschen mehr Geld in den Taschen bleibt, dass sie mehr Brutto für Netto haben, um erstens einmal die Kosten des täglichen Bedarfs decken zu können und auch ein eigenständiges Leben führen zu können und nicht abhängig sind von Transferleistungen. Und ein großer Teil unserer Bevölkerung ist derzeit von Transferleistungen abhängig und das sollten wir dringendst abstellen. Seit Jahren fordern wir umfangreiche Strukturreformen. Wir fordern, dass in den Staatsstrukturen eingegriffen wird, dass man darüber nachdenkt, ja nicht nur nachdenkt, dass man handelt, wo man den Staat schlanker machen kann. Ich habe hier von dieser Position aus etliche Male auf Beispiele im Ausland hingewiesen, aber auf das Beispiel Schweden, Dänemark etc. Aber immer wieder wurden wir mehr oder weniger belächelt und es wurde nur gesagt, das ist nicht möglich. Und da ist Zeit vergangen und nochmals Zeit vergangen und jetzt stehen wir vor dem Dilemma, dass wir jetzt kurzfristig eine Steuerreform wollen, die nahezu nicht finanzierbar ist. Und daher kann ich nur appellieren an alle Regierungsvertreter, so rasch wie nur möglich in die Strukturreform einzutreten. Wir müssen den Staat schlanker machen. Und da hat der Vizekanzler durchaus recht. Ja, der Mittelstand muss wieder mehr Geld in den Taschen haben. Arbeit muss sich wieder lohnen. Ja, dagegen ist nichts einzuwenden. Aber es müssen auch die Ausgaben, die Sozialausgaben, müssen auch gesenkt werden. Und wir müssen den Verwaltungsspeck auch in diesen Bereichen radikal reformieren und müssen den dementsprechend abbauen. Es gibt unzählige Vorschläge, haben wir bereits gehört, vom Rechnungshof, Österreich-Konvent, wie lange ist das schon wieder aus? Nichts ist letzten Endes geschehen. Und dann kommt die Mehr von der Gegenfinanzierung von der Sozialdemokratie. Ich möchte endlich einmal ein Konzept sehen. Wo können wir die Vermögensteuer als Gegenmodell zu den Einkommens- und Lohnsteuer mal sehen? Bis jetzt hört man nur, dass es so viele Reiche gäbe, ca. 80.000. Interessant ist nur, dass Ihr seinerzeitiger Finanzminister Lazziner bereits 1995 die verbleibenden Vermögensteuern abgeschafft hat, weil die Einbringung derartig kompliziert war und letzten Endes so wenig dabei rausgekommen ist. Auch jetzt kann man davon ausgehen, dass ca. 20-30% allein an Administration vonnöten ist. Das ist einer Bevölkerung nicht zumutbar, dass sie wieder nur für den Verwaltungsspeck mehr oder weniger Geld abliefert. Und eine Substanzsteuer ist grundsätzlich abzulehnen, weil der Unterschied zu USA und Kanada ist der, die haben relativ geringe Einkommensteuer und damit können sie Vermögen schaffen. Und mit diesem Vermögen können Sie auch eine Vermögensabgabe leisten. Die österreichischen Vermögenden, sofern es die österreichischen Vermögenden gibt, haben ihr Geld längst so gebunkert, dass da wahrscheinlich nichts zu holen sein wird. Weil entweder es ist in Stiftungen und die Stiftungen wollen sie nicht angreifen oder es ist sonst irgendwo deponiert. Ja, aber wie soll das funktionieren? Das Barvermögen ist bereits besteuert durch die KEST.
Also, und dann kommt noch zusätzlich die niedrige Zinsbelastung bzw. die niedrigen Zinsen und die Inflation. Wir haben ja derzeit schon eine Vermögensteuer, allein schon in Form der Käst bei den Habenzinsen. Bei den Immobilien, ja, die Bauern, die werden sich freuen, wenn sie noch mehr Grundsteuer leisten müssen. Die Häuselbauer, die Häuselbesitzer, ja, da haben sie gesagt, ja, sie wollen 1 Million Freigrenze einführen. Ja, wie wollen sie das feststellen? Bei den Mobilien wollen sie in die Häuser gehen und die Bilder aufschreiben, die Ketten etc. Ja, aber wo wollen sie es dann holen? Ich habe noch kein konkretes Konzept bis jetzt gesehen. Und dann kommt noch dazu, dass das Ganze auf Basis einer Selbstbemessung vonstatten gehen soll. Na, das schaue ich mir an, wie die Leute nachher ihr eigenes Vermögen aufstellen. Letztendlich, und das haben Vorredner von mir schon gesagt, wird eine Vermögensteuer wieder nur die Mittelschicht treffen und die kleinen Häuselbauer und dann letzten Endes noch diejenigen, die Mieten zahlen, weil alle Grundsteuererhöhungen auf die Mieten umgelegt werden. Herr Professor Greiner, ich weiß, Sie sind unheimlich gescheit, aber ich sage nur, fahren Sie nach Frankreich, schauen Sie dort die Praxis der sozialistischen Wirtschaftspolitik an, dann hoffe ich, sind Sie einmal endlich geheilt davon. Ich kann nur eines sagen. Der Herr Vizekanzler Spindelegger hat auf das Regierungsprogramm verwiesen und auch auf Strukturreformen ebenfalls hingewiesen. Ich kann ihm empfehlen, es hindert die Regierung niemand daran, in die Strukturen einzugehen. Auf alle Fälle, die Opposition wird bei vernünftigen Vorschlägen mitgehen. Aber ich erwarte mir einmal dementsprechende Vorschläge. Ein großer Teil der Bevölkerung sei derzeit von Transferleistungen abhängig, hebt Elmar Podgorschek, Budgetsprecher der FPÖ, hervor. Dies müsse man abstellen, fordert er. Eine Vermögenssteuer, derzeit noch ohne konkretes Modell, um letztlich den Verwaltungsspeck zu finanzieren, lehne er hingegen ab. Werner Kogler. Nein, hier ist es zu einer Änderung gekommen. Beate Meinl-Reisinger von den NEOS ist die nächste Rednerin. Früh schon verraten. Ich möchte der ÖVP gratulieren. Sonntag hatte die ÖVP das Jubiläum 10.000 Tage in der Regierung. Das heißt, heute sind es 10.004 Tage. 27 Jahre, 4 Monate und 22 Tage seit dem 21.01.1987. Seit über 10.000 Tagen stellen Sie den Wirtschaftsminister und seit 4.122 Tagen auch den Finanzminister, nämlich seit 11.01.2007. Das Resultat ist, dass wir die höchste Steuer- und Abgabenquote haben fast jemals. Wir haben mittlerweile auch Schweden überholt, was die Steuer- und Abgabenquote angeht. Wir wissen, dass der Förderdschungel blüht in Österreich. Wir wissen, dass der Föderalismus ein permanenter Hemmschuh ist, nicht nur in den Finanzausgleichsverhandlungen, sondern bei jeglichen Reformbestrebungen, die hier auch von Seiten der Opposition, von Seiten des Hohen Hauses vorangetrieben werden sollen. Oder eben auch von der Regierung. Und wir wissen auch, und da möchte ich auf das eingehen, was die Frau Kollegin Tamandl, die leider nicht im Raum ist, gesagt hat, dass die Steuerreformen, die stattgefunden haben in den letzten auch Jahrzehnten, nur sehr kurzfristige Wirkungen hatten. Und warum das so war, das können Sie auch nachlesen in Zeitungen, gibt es schöne Grafiken dazu. Das ist natürlich das, was heute schon sehr oft angesprochen wurde, nämlich das Problem der kalten Progression. Das ist also jetzt der Ist-Zustand nach über 10.000 Tagen ÖVP in der Regierung. Der Herr Vizekanzler hat heute gesagt, wir müssen ambitionierter sein bei der Pensionsreform. Sprich, wir müssen endlich schauen, dass die Menschen in Österreich länger arbeiten. Es kann nicht sein, dass sie mit 58 Jahren in Pension gehen. Das geht sie nicht aus. Auch der Herr Klubobmann Lopatka hat darauf hingewiesen. Erstaunlicherweise hat er das heute im Rahmen unserer Aktuellen Stunde nicht gemacht. Aber dann zum Thema Steuerreform hat er sehr wohl darauf hingewiesen, dass wir doch da einen sehr wahren Punkt haben, wir NEOS, wenn wir darauf hinweisen, dass man hier ambitionierter vorgehen muss. Wir wissen auch, Vermutungen stehen im Raum und das zeigt ja auch der bekannte Brief an den Kommissar Kallas, dass es
sehr schwer sein wird, um das einmal vorsichtig zu formulieren, den Budgetpfad, der eingeschlagen werden soll, auch tatsächlich einzuhalten. Das heißt, was wir hier haben, ist ein Konsens im Hohen Haus, hat man auch durch die Vorredner gehört, was das Problem ist. Die Steuern sind einfach zu hoch, die Menschen können sich das Leben kaum mehr leisten. Das Wachstum wird dadurch massiv gefährdet. Diese Steuer- und Abgabenquote ist so hoch, dass es natürlich sehr wohl massiv wachstumshemmend ist. Und der Druck oder sagen wir mal so, der Anreiz, in die Schattenwirtschaft auszuweichen, wird immer höher. Also in Richtung Problembewusstsein und die Frage, habe ich das Problem erkannt, muss ich sagen, ganz großartige Arbeit, auch nach diesen 10.004 Tagen. Und natürlich auch ganz große Leistung hier von Seiten der SPÖ. Aber wie schaut es jetzt aus mit der Lösungskompetenz? Es reicht nicht aus, bedauerlicherweise, und ich hoffe auch den Bürgerinnen und Bürgern und Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern und vor allem den Wählerinnen und Wählern nicht mehr aus, das Problem erkannt zu haben. Das Problem haben Sie auch im Wahlkampf angesprochen. Wir haben uns gestern und vorgestern einfach einmal aus Hetz ein paar Wahlplakate der ÖVP der letzten Jahrzehnte angeschaut. Sie versprechen immer, immer, dass die Steuern gesenkt werden. Auf jedem einzelnen Wahlplakat. Sie haben auch versprochen, dass die Wirtschaft entfesselt wird. Und es wurde mein Kollege Lorca oder ich glaube der Kollege Habl schon darauf hingewiesen. Sie haben auch wieder vor dem 29. September gesagt, die Steuern werden gesenkt. Und als erstes haben Sie die Steuern eingeführt auf Sekt und so weiter. Und wir wissen, ein Belastungspaket von 5 Milliarden Euro. Das Problem ist auch, und das hat der Herr Klubobmann Lopatka auch gesagt, man muss es jetzt angehen. Wir haben jetzt zwei Kommissionen, wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis, eine Aufgabendiregulierungskommission und eine Steuerreformkommission. Das ist gut, das ist richtig. Wir stehen hier zur Verfügung zur konstruktiven Zusammenarbeit. Aber, und das ist das Bedauerliche, wir als NEOS und ich fürchte auch die Wählerinnen und Wähler sprechen dieser Bundesregierung und auch der ÖVP, die seit 10.004 Tagen hier in der Regierung ist, diese Lösungskompetenz ab. Ein Grund dafür ist, sind die Bundesländer, auch das hat der Herr Klubobmann-Lopatka angesprochen, man wird hier mit den Bundesländern reden müssen und dann bin ich beim Thema Realverfassung und nicht mehr bei der Bundesverfassung und daher wissen wir, was das Problem ist und ich sehe, die Strukturreformen, die so dringend in Österreich notwendig sind, werden daran scheitern, dass sie die Strukturen in ihren eigenen Parteien auch nicht ändern werden können. Danke. Argumentiert Beate Meinl-Reisinger von den NEOS. Und als nächster Redner zu Wort gemeldet, Kai-Jan Kreiner, Finanzsprecher der SPÖ. Danke, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. In Wahrheit führen wir hier zwei Diskussionen, die hier miteinander verwoben werden, die man aber schon unabhängig voneinander sich anschauen muss. Die eine Diskussion ist die Frage der Steuerstruktur. Das heißt, wie besteuern wir Kapital, Vermögen, Einkommen, Konsum? Und die andere Frage ist, wie hoch ist die Steuer- und Abgabenquote insgesamt? Das sind zwei Debatten, die kann man beide führen, aber sie werden hier in einer Art und Weise vermischt, die, glaube ich, nicht wirklich zulässig ist. Zur ersten Frage der Höhe der Steuerquote. Wovon hängt das ab? Das hängt ja nicht davon ab, ob jetzt da besonders... Also in erster Linie hängt es ja gar nicht so sehr von der Ideologie ab, sondern es hängt davon ab, welche Aufgaben hat der Staat oder welche Aufgaben regelt man staatlich und damit gemeinschaftlich in einer Gesellschaft. Natürlich werden Staaten wie USA oder auch teilweise Schweiz immer eine niedrigere Steuer- und Abgabenquote haben, wenn wesentliche Teile vom Gesundheitssystem, Pensionssystem privatisiert sind, weil die zählen da nicht mit. Das bedeutet dann nicht, dass es dann billiger ist für den Einzelnen, aber es ist halt privat und nicht in der Steuer- und Abgabenquote enthalten. Das heißt, die entscheidende Frage für die Höhe der Steuern und Abgaben ist einmal, welche Aufgaben regle ich staatlich oder gemeinschaftlich und welche privat. Das heißt, das muss man sich einmal anschauen und das ist eine Debatte, über die kann man reden. Aber das ist wohl das Entscheidende. Das Zweite ist, wie effizient funktioniert der Staat. Habe ich Ineffizienzen, dann ist es wahrscheinlich teurer, als es notwendig ist. Und bin ich besonders effizient, ist es wahrscheinlich ein bisschen billiger. Aber das sind die zwei wesentlichen Fragen, die bestimmen die Höhe der Steuer- und Abgabenquote. Und jetzt kann man gern darüber diskutieren, funktioniert der Staat immer effizient? In vielen Bereichen ja, in manchen sicher nicht.
Und das ist auch gar nicht so eine ideologische, sondern eine relativ pragmatische Frage. Wir brauchen uns nur anschauen, wie viel Geld geben wir aus für Bildung. Und wenn wir das vergleichen, Bildungstests, wurscht ob die PISA oder wie die auch immer heißen, sind wir da besonders gut oder sind wir da Mittelmaß und wir geben zwar sehr, sehr viel Geld aus oder relativ viel im Vergleich zu anderen Gesellschaften, aber die Ergebnisse sind halt Mittelfeld. Ja? Jetzt auch nicht schlecht, aber halt Mittelfeld und nicht ganz gut. Das heißt, da sind wir offensichtlich nicht besonders effizient. Und dann kann man sich anschauen, wieso sind wir nicht effizient. Und da glaube ich, dass einer der wesentlichen Gründe zum Beispiel ist, dass wir eben diese frühe Selektion mit 10 Jahren haben. Das sehen andere Fraktionen, andere Politiker hier anders. Aber das würde ich einfach, das ist eine Effizienzfrage. Anderes Beispiel ist Familienpolitik. Wir sind, was die monetären, was die Geldleistungen, was die steuerlichen Leistungen betrifft, sind wir top in der Welt. Und bei der Frage, wie viele Kinder werden geboren im Verhältnis zu den Wunschkindern, sind wir halt auch nicht besonders gut. Das heißt, offensichtlich geben wir das Geld auch nicht zielgerichtet aus. Oder zumindest erreichen wir die Ziele schlechter als andere Gesellschaften, die eben weniger Geldleistungen geben und dafür mehr Infrastrukturleistungen. Oder wo auch die Väterbeteiligung höher ist. Und das kann man, glaube ich, relativ nüchtern und nicht ideologisch diskutieren. Aber zur Frage, wie hoch ist die gesamte steuerliche Belastung, steht an erster Stelle immer die Frage, na, was für Aufgaben will ich überhaupt staatlich regeln? So, die andere Frage ist die Frage der Steuerstruktur. Das heißt, wenn man sich jetzt 3 große Bereiche anschaut, nämlich die Kapital- und Vermögensteuern, die Steuern auf Arbeit, also Sozialversicherungsbeiträge, Lohneinkommensteuer und die Steuern und Abgaben auf Konsum. Das sind so die 3 großen Gruppen. Und da sehen wir in Österreich, dass wir sehr, sehr hohe Steuern auf Arbeit haben und auf Konsum in etwa den Durchschnitt, aber auf Vermögen und Kapital sehr, sehr niedrige Steuern haben. Das heißt, diese Steuerstrukturdebatte, die müssen wir führen. Und da kann ganz pragmatisch, ohne jede Ideologie, muss man einfach sagen, ja, die Steuern und Abgaben sind auf Arbeit zu hoch, auch im internationalen Vergleich, und der Vermögen und Kapital im internationalen Vergleich viel zu niedrig. Und viel niedriger als alle anderen Länder. Das heißt, wenn wir hier eine ausgewogene Besteuerung haben wollen, dann müssen wir die Steuern und Abgaben auf Arbeit senken und auf Vermögen und Kapital in Relation dazu erhöhen. Und das ist keine ideologische Frage, das ist ganz pragmatisch. Sonst würden nicht OECD, IWF, Europäische Kommission, sie können jede internationale Organisation, aber auch nationale wie WIFO, Fiskalrat, die können sie alle heranziehen, die werden alle ziemlich genau dasselbe sagen, nämlich senkt doch bitte endlich die Steuern und Abgaben auf Arbeit und erhöht die auf Kapital und Vermögen. Und dann kann man natürlich, wenn man mal diesen ersten Schritt macht, der, glaube ich, notwendig ist, dann kann man darüber diskutieren, ganz pragmatisch, was machen wir bei der Steuersenkungsbereich im Arbeitsbereich. Es freut mich, dass alle Fraktionen in der Zwischenzeit das SPÖ-Modell unterstützen, nämlich die Senkung des Eingangssteuersatzes auf 25% und einen flacheren Progressionsverlauf. Noch nicht unterstützen alle Fraktionen im Haus. Die andere Seite, nämlich wie wir die Vermögensseite, die Kapitalseite zu einem gerechteren Beitrag auch im internationalen Vergleich heranziehen. Und da ist unser Vorschlag Erbschafts- und Schenkungssteuer für Millionen Erbschaften, da ist unser Vorschlag eine Vermögensteuer, wie das die Schweiz macht. Und alle Probleme, die hier gesehen werden, wie das in der Praxis geht, das ist nichts Neues. Schauen Sie einfach ins Nachbarland, die lösen das jedes Jahr. Und die Probleme, die man heute hier vielleicht sieht, sind in der Praxis ja wesentlich kleiner. Wir haben in den letzten 5 Jahren auch eine Reihe von Steuern und Abgaben im Vermögens- und Kapitalbereich neu eingeführt und erhöht. Aber trotzdem sind wir noch immer bei den Schlusslichtern, was das betrifft. Und insofern sind hier noch Schritte notwendig. Wenn jemand einen anderen Vorschlag hat, wie man auf Kapital und Vermögen einen gerechteren Beitrag leisten, damit wir die Steuern und Abgaben auf Arbeit senken können. Wir sind gern gesprächsbereit. Wir beharren nicht, dass 1:1 unsere Modelle umgesetzt werden. Uns geht es hier darum, dass die Steuerstruktur verlagert werden muss, unabhängig von der Höhe. Und über die Höhe können wir auch debattieren, aber da müssen wir über die Aufgaben des Staates reden und über die Effizienz des Staates. Das ist die eine Frage. Das andere ist die Steuerstruktur. Und da haben wir in Österreich wirklich einen Nachholbedarf. Und es freut mich, dass zumindest Einigkeit besteht über die Senkung der Steuern und Abgaben auf Arbeit. Nur
wie wir Kapital und Vermögen zu einem gerechteren Beitrag und wie wir das lösen, gibt es noch nicht. Es gibt jetzt die Steuerreformgruppe und ich freue mich darauf, wenn wir hier sehr pragmatisch zu einer vernünftigen Lösung finden, damit wir auch unsere Steuerstrukturprobleme lösen können. Dankeschön. Nächste Wortmeldung vom Herrn Abgeordneten Ingenieur Hermann Schultes. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrter Staatssekretär, geschätzte Damen und Herren. Ich habe jetzt wirklich mit großem Interesse den Redebeitrag vom Kollegen Greiner gehört. Und vom Prinzip her müsste man sagen, in der Analyse ist man nicht weit, dass eine Antikoalition müsste was zustande bringen. In den Schlussfolgerungen wird es dann doch wieder differenzierter und ich sehe einen mühsamen Weg vor uns. Einig sind wir darin, dass wir einen der höchsten Steuersätze haben. Einig sind wir, dass unser Staat viel leisten kann, viel leisten muss. Einig sind wir, dass wir unsere soziale Sicherheit gerne stark halten, dass wir in Ausbildung investieren, dass wir Sicherheit schaffen wollen. Einig sind wir, dass das alles nur möglich ist, wenn wir leisten und nicht verschulden. Wir wissen alle, dass wir mit weniger Geld durchkommen werden müssen, denn ein Teil unseres derzeitigen Haushalts ist auf Schulden aufgebaut und das wird ein Ende haben. Also zwingt uns dieser Schuldendeckel zum Handeln. Und das ist jetzt eine spannende Geschichte. Einfach nach mehr Geld zu rufen, statt Schulden machen, belasten wir noch mehr die leistungsfähigen Bürger. Das wird nicht funktionieren. Alternative, das allererste wird wohl sein, was jeder Mensch in seinem privaten Leben auch tut. Wir müssen unser Geld zielsicherer einsetzen, treffsicherer arbeiten und genau überprüfen, ob unser Gemeinschaftsapparat noch funktioniert. Bund, Länder, Gemeinden und Europäische Union müssen neu justiert werden. Es nützt halt nichts. Auch wenn wir glauben, es ist alles gut, so wie es ist, ist es nicht mehr zu bezahlen. Und daher werden wir ernsthaft über Strukturreformen nachdenken. Aber da fängt der Unterschied an. Wenn ich Strukturreform sage, dann denke ich Strukturen in der Verwaltung, Strukturen in der Organisation unseres öffentlichen Lebens, in den Sozialversicherungen. Wenn Kollege Greiner Struktur meint, meint er Steuereintreibungsstruktur. Das kann erst der zweite Schritt sein. Wenn wir unsere Arbeitsfelder geordnet haben, dann wird man schauen, und wie ist wo was zu finanzieren. Und wenn wir nicht zuerst an die Frage der Strukturreform gehen, werden wir uns immer verfranzen und nicht wirklich herausfinden. Ich kann das mit einer gewissen Beständigkeit sagen und auch mit einer Härte und Beharrlichkeit, denn wir in der Landwirtschaft sind in den letzten Jahren durch die Umstellung in der europäischen Agrarpolitik massiv gezwungen, unsere Strukturen in der Beratung, im Ministerium, in den Ländern draußen, in den Vereinen und Verbänden auf den Prüfstand zu stellen, weil die knappen Kassen uns dazu zwingen. Wir sind auch schon in der Reform der Einheitswerte für andere Bereiche durchaus ein Vorbild. Wir sind gerade jetzt in den Bereichen, wo wir wissen, dass wir auch belastbare Steuergrundlagen haben werden und das wird bei Einzelnen zu Entlastungen, bei vielen aber zu Belastungen führen. Und wir wissen ganz genau, dass unsere Leute sehr genau darauf schauen werden, was mit dem Geld in diesem Land geschieht. Es ist auch so, dass unsere Beiträge zum Familienlastenausgleichsfonds steigen werden, weil die eben am Einheitswert hängen. Und wir sind die Berufsgruppe, wo jeder Arbeitsplatz heute schon mit einer sehr hohen Arbeitsplatzsteuer, einer, wenn Sie so wollen, Vermögensteuer auf Grund und Boden belastet ist, denn wir zahlen über die Einheitswerte Grundsteuer und jede Menge Abgaben. In meinem Bezirk sind es ungefähr 3.000 bis 4.000 Euro pro Familie und das ist oft nicht einmal ein ganzer Arbeitsplatz. Also wir wissen, wovon wir reden in der Landwirtschaft und wir wissen daher auch, wie die Antworten sind. An die Umstellung herangehen, mit Schmerzen rechnen, dann Fleiß und Innovationskraft zulassen und der Wirtschaft Freiheit geben. Wir müssen uns in unserer Produktionsleistung, in der Innovation, in dem, was wir können, in der Leistungsfähigkeit der Menschen, in dem, was in uns steckt, neu aufmachen und wir müssen denen, die was leisten wollen, auch die Freiheit dazu geben. Und da ist die Steuerdrohung
Die Steuerdrohung ist die schlechteste Motivation, die es überhaupt gibt. Das heißt, zuerst einmal das Land reformieren, die Strukturen verbessern, darauf schauen, dass jeder Euro gut ausgegeben wird. Die Transparenzdatenbank ist das Erste. Und jeder, der will, dass dieses Land funktioniert, muss schauen, dass die zuerst einmal schnell funktioniert, damit wir auch die richtigen Schlussfolgerungen treffen. Und wenn sonst jemand noch eine Frage stellt, an die Kollegen der SPÖ, wenn jemand zur Landwirtschaft kommt und über Vermögensteuern reden will, dann kann ich nur sagen, danke, wir haben schon gespendet. Nächste Wortmeldung vom Herrn Abgeordneten Magister Roman Haider. Danke, Herr Präsident. Frau Staatssekretär, Herr Staatssekretär, meine Damen und Herren, der Kollege Dr. Fuchs hat es ja heute ganz klar und unmissverständlich gesagt, wir haben kein Einnahmenproblem, nein, wir haben ein Ausgabenproblem. Die Einnahmen sprudeln wie noch nie, die Lohnsteuereinnahmen haben im Vorjahr schon fast die Umsatzsteuereinnahmen erreicht. Insgesamt hat der Bund von Jänner bis Dezember 2013 76,37 Milliarden Euro an Steuern eingenommen. Das sind 4,5% mehr als im Jahr zuvor. Und fast diese gesamten 4,5% Mehreinnahmen sind nur auf die kalte Progression bei der Lohnsteuer zurückzuführen. Wenn man das auf die Steuereinnahmen 2014 hochrechnet, dann sind noch stärkere Belastungen des Faktors Arbeit in Sicht. Steuererhöhungen von nicht beschlossenen Steuererhöhungen durch die kalte Progression von ca. 5 Milliarden werden auf die Menschen zukommen. Wir zahlen einfach viel zu viel Steuer. 45,2% Abgabenquote, fünfter Platz in der EU. Und bei den Ausgaben, meine Damen und Herren, weigert sich diese Bundesregierung standhaft, Strukturreformen anzugehen, mit denen man eine Steuerreform gegenfinanzieren könnte. 51% Abgabenquote, das ist wahrlich nichts, auf das man in Österreich Ausgabenquote, auf das man stolz sein könnte. Das Einzige, was der SPÖ einfällt, sind Vermögensteuern, Erbschaftssteuern, Schenkungssteuern, neue Steuern. Eh klar, einerseits 500 Millionen Euro sparen bei den Ermessensausgaben der Ministerien und andererseits nehmen sie dem Bürger im Gegenzug 3 Milliarden Euro durch die kalte Progression bei der Lohnsteuer weg. Das ist alles, was der SPÖ einfällt. Die Menschen, meine Damen und Herren, brauchen dringend eine Steuerentlastung. Die Lohnsteuer wird heuer erstmals die Umsatzsteuer als wichtigste Einnahmequelle des Staates überholen. Die Sozialabgaben sind fast so hoch wie die zwei aufkommensstärksten Steuern, zusammen 47 Milliarden. Und als ob es damit nicht schon genug wäre, womit die Menschen in diesem Land belastet werden, wird auch die Teuerung, die Inflation ein immer größer werdendes Problem für die Österreicherinnen und Österreicher. Gemeinsam mit Rumänien hat Österreich in der EU die höchste Inflationsrate. Und allein beim Lebensmittelwarenkorb sehen wir im Zeitraum Februar 2013, Februar 2014 in Wien 8,1% Inflation beim Lebensmittelwarenkorb. Das ist es, womit sich die Geringverdiener, das ist es, womit sich die Menschen auseinanderzusetzen haben. Übrigens zum Vergleich in Berlin, in Deutschland waren das im gleichen Zeitraum 1,2% beim Lebensmittelwarenkorb. Wir sind also im Februar in Wien um 24,6% teurer gewesen als in Berlin. Vor 10 Jahren hat es noch so ausgeschaut, dass die Deutschen neidvoll nach Österreich geschaut haben und gefragt haben, wie macht sie das? Na, die Zeit ist lang vorbei. Sprechen Sie mit den Menschen, meine Damen und Herren, sprechen Sie aber mit den Richtigen, nicht mit Ihren Proporzbeamten oder Spitzenpolitikern. Sprechen Sie mit dem Durchschnittsverdiener, Herr Bürgermeister Redler, sprechen Sie mit dem Durchschnittsverdiener, sprechen Sie mit einem der 400.000 Arbeitslosen, sprechen Sie mit einem Teilzeitbeschäftigten, sprechen Sie mit einer alleinerziehenden Mutter, gehen Sie raus, fragen Sie die Menschen, wie viel bleibt da übrig am Ende des Monats im Geldbörsel. Da kriegen Sie die richtigen Antworten, aber Sie wollen das gar nicht wissen, weil Sie sind ja nicht davon betroffen und Ihre Klientel ist bestens versorgt. Hören Sie also auf, meine Damen und Herren, mit Ihren Lippenbekenntnissen, dass Sie ohnehin eine Steuerentlastung wollen, stimmen Sie unserem FPÖ-Antrag zu, senken wir den Einkommensteuersatz auf 25%. Das hilft denen, die es wirklich brauchen. Vorläufig letzte Wortmeldung von der Frau Abgeordneten Dr. Angelika Mlinar.
Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Frau Staatssekretärin, sehr geehrter Herr Staatssekretär, werte Kolleginnen und Kollegen, spoštovane Dame in Gospodje. Die Analyse haben wir jetzt gehört und ich habe ja mit großer Freude vernommen, dass die Koalitionspartner ja offensichtlich doch einer Meinung sind. Ja, Herr Lopatka, Sie haben das ganz richtig erfasst, dann sind Sie mich los, aber ich darf noch ausführen. Und wie wir festgestellt haben, ist Österreich ein Hochsteuerland. Das hat der Herr Finanzminister festgestellt, das hat der Kollege Schultes festgestellt, das hat auch der Herr Kollege Jan Kai Greiner festgestellt. Und wir sind auch innerhalb der Europäischen Union im Spitzenfeld. Und das ist etwas, was in der Analyse gleichermaßen zur Kenntnis genommen wurde. Nur die Rezepte zur Bekämpfung dieser Situation sind offensichtlich, da seid ihr euch uneinig in der Koalition, und das ist eher etwas, was uns Sorge bereitet. Denn wir wissen alle, dass so wie die Situation ist, dass eben weder das Unternehmertum ankurbelt, noch die Bürgerinnen und Bürger entlastet. Aber es ist ganz allgemein festzustellen, und da stimme ich Herrn Kollegen Greiner zu, die EU ist eine Hochsteuerzone und es geht darum, dass man sich halt ausmacht, welche Rolle und welche Aufgaben dem Staat zukommen und was vielleicht effizient und was vielleicht auch nicht effizient gehandhabt wird. Und wenn wir die EU vergleichen mit Japan und den USA, dann sind wir klar mit 40% vor Japan, wo wir bei rund 27% Abgaben sind, und bei den USA sind wir noch weiter im Abseits. In den USA handelt es sich um 25% Abgaben. Und unsere Prozentsätze sind seit den 70ern ansteigend, und es ist, wie wir feststellen, keine Trendumkehr zu erwarten. Es wurde auch vom Kollegen aus der FPÖ mehr Netto vom Brutto in den Raum gestellt. Das war und ist auch unsere Forderung seit dem Wahlkampf zur Nationalratswahl, und diese Forderung bleibt auch nach wie vor aufrecht. Und wir sind der Ansicht, wir sollten endlich den Mut haben, die Herausforderungen im Steuer- und Abgabensystem aktiv anzugehen und für ein Österreich der Unternehmerinnen und vor allem auch eine Europäische Union der Gründerinnen zu sorgen, wie das Kollege Schultes auch eingefordert hat. Wir sind hier ganz auf Ihrer Seite. Unsere konkreten Vorschläge dazu liegen auf dem Tisch. Wir haben gemeinsam mit Eco Austria schlüssig dargelegt, wie es gelingen kann, bereits mit dem Jahr 2015 beginnend die Abgabenquote um 1 Prozentpunkt zu senken. Dazu bedarf es aber echter Strukturreformen, ein Wort, das heute auch schon oft gebraucht wurde. Und eine echte Strukturreform in unserem Sinne ist eine echte Pensionsreform und eine echte Verwaltungsreform, wie Beate Meinreisinger das auch schon in ihrer Rede erwähnt hat. Sie haben dabei mit NEO sicher einen starken Partner. An dieser Stelle möchte ich mich tatsächlich, Herr Klubchef Lopatka, hier und heute verabschieden. Na, sehr gut. Und ich möchte mich bei Ihnen allen, werte Kolleginnen und Kollegen, für die Zusammenarbeit in den letzten Monaten bedanken. Es war ein kurzes Vergnügen, aber es war mir eine große Ehre. Und ich möchte aber auch hier die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass ich Ihnen im Rahmen des hier noch zu beschließenden Rederechts der Europaabgeordneten hier im Plenum des Hohen Hauses künftig für meine Arbeit Rede und Antwort stehen möchte. Und ich bitte Sie, dass wir das auch tatsächlich durchsetzen. Denn meine Intention, was den Wechsel nach Brüssel und nach Straßburg betrifft, ist ganz kurz zusammengefasst jene, dass ich zwar den Dienstort wechsle, aber nicht den Arbeitsplatz. In diesem Sinne, so sehen wir NEOS Europapolitik. Europapolitik ist Innenpolitik. Und ich kann nur eines sagen, Kuala Lumpur und auf Wiedersehen. Frau Abgeordnete Mlina, ich darf mich im Namen des Präsidiums bei Ihnen sehr herzlich für Ihre, wenn auch kurze Phase hier in diesem Haus und für die konstruktive Zusammenarbeit bedanken und wünsche Ihnen in Ihrer neuen Funktion und Aufgabe alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Noch eine Wortmeldung, und zwar von der Frau Klubobfrau Dr. Katrin Nachbauer.
Dankeschön, Herr Präsident. Hohes Haus, Vertreter der Regierungsbank, liebe Kollegen und sehr geehrte Steuerzahler. Vorhin in meiner dringlichen Ansprache, da war ich so begeistert für die Sache, mich gegen die Vermögensteuer einzusetzen, dass ich total die Zeit übersehen habe. Also das tut mir wirklich leid und jetzt habe ich die Chance, das noch nachzuholen und da freue ich mich sehr darüber. Sehr geehrter Herr Dr. Spindelegger, Sie sind jetzt zwar nicht im Raum, aber was ich sagen wollte, ob Sie mir als Obmann, als Parteiobmann oder als Finanzminister antworten, also welches Hütchen Sie sich aufsetzen, das ist mir eigentlich relativ egal. Mir war es einfach sehr wichtig zu wissen, ob, wann und wie Sie die Steuern senken werden. Und einige Antworten habe ich da ja bekommen. Herzlichen Dank einmal dafür. Wir vom Team Stronach sagen ganz klar, wir sind keine Millionärspartei gegen Privilegien, absolut für Fairheit, für Fairness im Einkommen. Bei der Besteuerung arbeiten muss sich wieder lohnen. Die arbeitenden Menschen in Österreich haben ein Recht darauf, von ihrem Lohn zu leben. Und ich glaube, das sehen auch die Sozialdemokraten so. Und das freut mich einmal grundsätzlich. Aber was es hier zu verstehen gibt, damit es überhaupt Arbeit gibt in Österreich, damit es Arbeitsplätze gibt, brauchen wir Unternehmer, die hier investieren. Daher dürfen wir die nicht vertreiben. Im Gegenteil, wir müssen die anlocken. Diese bevorstehende Reichensteuer, die da im Raum steht, die wird sich über kurz oder lang gegen die sogenannten kleinen Leute richten. Die viel zitierte Studie dieser Uni Linz, das ist eine Auftragsstudie der Arbeiterkammer, und die Top-Millionäre, die bekommt man bei ihrer Besteuerung sowieso nicht. Also ihr Steuermodell wird am Ende des Tages nicht annähernd jene Erträge bringen, die sie da schön rechnen. Aber wenn erst einmal die Vermögensteuer etabliert ist und Sie den Fuß in der Türe haben, dann mache ich mir wirklich Sorgen, denn diese Regierung hat hinlänglich bewiesen, dass sie mit den Einnahmen, egal wie hoch sie sind, grundsätzlich nicht auskommt. Und jetzt ist zu befürchten, wenn einmal der Fuß in der Türe ist, dann werden Sie ihn weiter aufmachen und die Vermögensabgabe wird steigen. Anfangs bei 0,1%, dann wird sie sein bei 0,9%. Wer weiß, vielleicht dann bald bei 2, 3, 4, 5%. Der IWF hat ja auch schon angekündigt, ungefähr vor einem Jahr, das Schreckensszenario, dass man sogar bis zu 10% auf die Ersparnisse der Leute zugreifen kann. Und das befürchte ich ganz stark. Und deshalb spreche ich mich gegen Ihr Modell aus. Der Staat sollte helfen, den Bürgern zu ermöglichen, ein Vermögen aufzubauen und nicht trachten, es ihnen möglichst rasch abzuknöpfen. Viele Leute in Österreich können nicht mehr von ihrem Lohn leben und darum sagen wir, runter mit den Steuern. Sofortiges Abschaffen der kalten Progression, das wäre gerecht, sehr geehrte Kollegen aus der linken Reichshälfte, das wäre gerecht. Nicht die rot-grünen Umverteilungsfantasien, die sind ungerecht. Schaffen Sie die kalte Progression ab, so helfen Sie vor allem den Empfängern kleinerer Einkommen. Und ich glaube, in Wirklichkeit ist es genau das, was auch Sie wollen. Natürlich, wir vom Team Stronach, möchte ich mal ganz klar sagen, wir stehen für Leistungsgerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit ist für Sie einfach ein Codewort für Steuererhöhung. Wir stehen für Leistungsgerechtigkeit. Jeder Mensch, der was leistet, ob das eine Hausfrau ist, ob das eine Mutter ist, ob das ein Arbeiter ist, ob das ein Manager ist, da muss sich das auszahlen, dass er was leistet. Leistung muss sich einfach wieder lohnen, sonst wird nicht so viel geleistet. Das ist ja ganz logisch. Und natürlich ganz wichtig, wir brauchen ein soziales Netz für die Schwachen in unserer Gesellschaft. Aber da muss man mal verstehen, dieses Netz ist nur finanzierbar, wenn der Staat Einnahmen hat. Und langfristig wird er die nur haben, wenn es erstens einmal endlich Strukturreformen gibt und zweitens, wenn genug Arbeitgeber und damit Arbeit im Land ist. Also müssen wir schauen, dass die Österreicher, dass die Unternehmer in Österreich investieren und nicht, dass sie ihr Geld zusammenpacken und über die 7 Berge ziehen wegen ihrer bedrohlichen Vermögensteuerpläne. Deshalb sagen wir, 10%
für die Unternehmen, die in unserem Land investieren. Und selbst diese 10% können Sie an die Mitarbeiter weitergeben. Wir stehen für Mitarbeiterbeteiligung. Das habe ich bei der Magna gelernt, das funktioniert. Das ist gut für alle Arbeiter. Lassen Sie die Arbeiter am Erfolg der Firma teilhaben. Und noch kurz zur Umverteilung. Interessant ist, dass in allen Ländern die Vermögensteuern einheben. Weder die Vermögen noch die Einkommen gleicher verteilt sind. Ganz im Gegenteil, die Konzentration von Reichtum ist dort noch viel höher als in Österreich, wenn Sie sich die Schweiz, die USA oder Großbritannien anschauen. Man will also in der linken Reichshälfte mit den Vermögensteuern sozusagen den kleinen Leuten helfen und in Wirklichkeit erreichen sie genau das Gegenteil damit. Und ich bitte Sie, hier nochmal drüber nachzudenken. Nicht streiten, nicht aggressiv. Schauen Sie sich wirklich die Zahlen an. Das funktioniert nicht, wie Sie sich das vorstellen. Wir wollen den Mittelstand, die kleinen Leute unterstützen. Wenn Sie die Vermögensteuer einführen, das Kapital haut ab. Der Wirtschaftsstandort wird geschädigt. Dann gibt es noch weniger Arbeitsplätze. Wir haben jetzt schon viel zu viele Arbeitslose in unserem Land. Das ist wirklich absurd. Ich bin mir sicher, das ist nicht das Ziel weder der Grünen noch der Roten. Ich gehe davon aus, dass jeder in diesem Hohen Haus das Beste für die Bevölkerung will. Und da gibt es ein Lied, das mir immer wieder einfällt. Ich kann leider nicht Gitarre spielen, ich würde es sonst vorspielen. Für die Sozialromantiker, volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff. Das ist das Narrenschiff von Reinhard May. Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Fuchs, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Mehreinkommen durch eine sofortige Senkung der Lohnsteuer zur Stärkung der Kaufkraft. Es ist namentliche Abstimmung verlangt worden. Da dieses Verlangen von 20 Abgeordneten gestellt wurde, ist die namentliche Abstimmung durchzuführen. Ich gehe daher so vor. Die Stimmzettel, die zu benutzen sind, befinden sich in den Laden der Abgeordnetenpulte und tragen den Namen der Abgeordneten sowie die Bezeichnung. Ja, das sind die grauen Stimmzettel. Meine Damen und Herren, darf ich um etwas Ruhe und Aufmerksamkeit im Saal bitten? Die zu verwendenden Stimmzettel tragen die Bezeichnung Ja, das sind die grauen Stimmzettel, beziehungsweise Nein, das sind die rosafarbenen. Für die Abstimmung können ausschließlich diese amtlichen Stimmzettel verwendet werden. Gemäß der Geschäftsordnung werden die Abgeordneten namentlich aufgerufen, den Stimmzettel in die bereitgestellte Urne zu werfen. Ich ersuche jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Fuchs, Kolleginnen und Kollegen, stimmen Ja-Zettel, jene, die dagegen stimmen, Nein-Stimmzettel in die Urne zu werfen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur einen Stimmzettel einwerfen. Bitte nun den Herrn Schriftführer, Abgeordneten Zanger, mit dem Namensaufruf zu beginnen. Der Herr Abgeordnete Buchmeier wird ihn später dabei ablösen. Bitte, Herr Abgeordneter. Ja, aufmerksame Zuseherinnen und Zuseher der Parlamentsdebatten kennen das nun folgende Prozedere der sogenannten namentlichen Abstimmung bereits. Die hölzerne Wahlurne ist bereits in der Mitte des Plenarsaals aufgebaut worden und die Abgeordneten werden nun in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen, um ihre Stimme abzugeben. Die grün-gräulichen Stimmzettel stehen dabei für Zustimmung, die rosa-rötlichen Stimmzettel stehen für die Ablehnung der oder des jeweiligen Abgeordneten. Elisabeth Hammer, Michael Hanger, Andreas Haubner, Hauser, Hechtel, Hell, Heinzel, Himmelbauer, Höbert, Hofer, Hofinger, Höfinger, Johann, Holzinger, Weinig, Hübner, Jank, Janach, Jamer, Jarolin, Karl, Karlsburg, Kassiger, Katzian, Keck, Kickel, Kirchgatterer, Kitzmüller, Knees, Köchel, Kogler, Königsberger, Ludwig, Kopf, Koron, Greiner, Christ, Kucharowitz, Kucker, Kunasek, Kunstl, Kutztas. Lausch, Lettenbicher, Lichtenecker, Lenkel, Lippitsch,
Loacker, Lopatka, Lueger Angela, Luger Robert, Matznetter, Maurer, Meier, Meindl Reisinger, Milner, Mölzer, Moser, Muchitsch, Mückstein, Mühlberghuber, Nusiol, Muttonen, Nachbauer Katrin, Neubauer Werner, Oberhauser, Obernosterer, Ofenauer, Ottenschläger, Händel, Furtscheller, Hilz, Birkelhuber, Plessl, Bock, Podkorschek, Rammer, Breiner, Prinz, Redler, Rasinger, Rauch Johannes, Rauch Walter, Riemer, Rosenkranz Barbara, Rosenkranz Walter, Rossmann, Schatz, Schellenbacher, Schenk, Scherak, Schieder, Schittenhelm, Schmid Gerhard, Schmid Julian, Schmuckenschlager, Schönecker, Schrangel, Schultes, Schwendner, Sieber Norbert, Singer Johann, Spindelberger, Stefan, Steger, Steinacker, Steinbichler, Steinhauser, Strache, Strasser, Strolz, Tamandl, Temessel, Töchterle, Troch, Unterreiner, Fabrik, Vetter, Wilimski, Vogel, Walzer, Weigersdorfer, Weninger, Willi, Wimmer, Windbücher, Soschil, Winter, Winzig, Wittmann, Wöginger, Wurm Gisela, Wurm Peter, Ilmatz, Zakostelski, Zanger und Zingel. Die Stimmabgabe scheint nun beendet. Abgestimmt wird über einen Antrag des FPÖ-Abgeordneten Hubert Fuchs, der im Zuge der dringlichen Anfrage des Teams Dronach betreffend Steuersenkung für unsere Leistungsträger statt Klassenkampf, so der Titel dieser dringlichen Anfrage, an Finanzminister und Vizekanzler Michael Spindelegger eingebracht wurde. In dieser vorangegangenen Steuerdebatte haben die Abgeordneten, die bereits aus den letzten Tagen bzw. Wochen bekannten Positionen noch einmal klar dargelegt bzw. diese einzementiert. Die SPÖ verlangte eine höhere Kapitalbesteuerung, die ÖVP wiederum eine Steuersenkung nur dann, wenn man sich diese auch leisten könne, sprich diese leistbar macht durch Einsparungen im Verwaltungs- und Strukturbereich. Die FPÖ war klar gegen Vermögenssteuern, Grüne und Neos für eine Strukturreform und das Team Stronach gegen die Registrierkassenpflicht. So die Argumente in der vorangegangenen Debatte rund um eine mögliche Steuerreform, entweder 2015, wie von der Opposition gefordert, oder 2016, wofür sich die Regierung aussprach. Ja, unterdessen läuft nun die Stimmauszählung. Von hier oben kann ich noch nicht genau erkennen, welcher Stimmzettelstapel nun der größere ist. Das Ganze wird streng beobachtet von den Wahlbeobachtern, die von den jeweiligen Fraktionen kommen, die Stimmauszählung der Wahlhelfer in Augenschein nehmen, dass hier auch alles korrekt abläuft. Das amtliche Endergebnis ist dann übrigens auch im parlamentarischen Protokoll nachzulesen, eben mit dem namentlich festgehaltenen Stimmverhalten jedes Einzelnen bzw. jeder einzelnen Abgeordneten hier im Hohen Haus. Ja, unterdessen werden weiter fleißig Stapeln aus den Stimmzetteln zu jeweils 10 Stimmzetteln gebildet und es macht doch den Anschein, als wären die rosa-rötlichen Stimmzetteln leicht in der Mehrzahl. Das würde bedeuten, dass
Der Antrag der FPÖ mit den Stimmen der Regierungsmehrheit. Wie gesagt, ich möchte dem Ergebnis nicht vorgreifen, aber es sieht doch so aus, als würde der Antrag der FPÖ mit den Stimmen der Regierungsmehrheit abgelehnt werden. Ja, die Stimmauszählung scheint nun beendet und das Endergebnis dieser namentlichen Abstimmung wird nun in Kürze vom zweiten Präsidenten des Nationalrats, der die Sitzung gleich wieder aufnehmen wird, verkündet werden. Ich nehme die unterbrochene Sitzung wieder auf und gebe das Abstimmungsergebnis bekannt. Abgegebene Stimmen 156, davon Ja-Stimmen 64, Nein-Stimmen 92. Dieser Antrag ist somit nicht angenommen. Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag. Meine Damen und Herren, würden Sie bitte die Plätze einnehmen? Wir sind immer noch in einem Abstimmungsvorgang. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Nachbauer, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Steuerverschwendungshotline. Bitte jene Damen und Herren, die hierfür sind, um ein Zeichen. Das ist die Minderheit. Dieser Antrag ist abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Rossmann, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Entlastung des Faktors Arbeit. Wer hierfür ist, der gebe bitte ein Zeichen. Das ist die Minderheit. Dieser Antrag ist abgelehnt.